Willkommen heute wieder bei Nationalpark Radio und heute begrüße ich unsere Zuhörer direkt aus dem Wald, denn wir wollen heute einen kleinen Waldspaziergang machen. Mit drei Experten werden wir diesen Spaziergang durch den Königswald zwischen Kirchweiler und Herborn unternehmen. Mit von der Partie ist Förster Martin Döscher. Er wird uns anschaulich zeigen und erklären, wie sich nachhaltige Waldwirtschaft heute bewerkstelligen lässt, gerade auch angesichts des Klimawandels, der den Bäumen schwer zu schaffen macht. Dann haben wir mit dabei Ines Papentick. Ines Papentick ist zertifizierte Waldgesundheitstrainerin, die in ihren Seminaren ein völliges Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes lehrt. Waldbaden, so heißt das, bedeutet, mit allen Sinnen im Wald präsent zu sein. So, und auch die Wissenschaft kommt nicht zu kurz, denn der Biologe und Bioniker Thomas Brodbeck wird uns zahlreiche Beispiele liefern, wie die Natur des Waldes Vorbild ist für technische Innovationen. Da kommt gerade ein Radfahrer durch. Genau, zwischen dem Martin als Förster und der Ines, wo es halt eben um Erholung geht, dass der Wald eben noch mal mehr ist, sondern dass der auch Ideenquelle und Inspiration sein kann für die Wissenschaft. Ja. Da würde ich dann nachher vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Okay, dann würde ich auch vorschlagen, Martin, du bist unser Scout, du weißt, wo wir was Schönes und Interessantes sehen können. Du gehst einfach vor und so auf dem Weg können wir ein bisschen plaudern. Ja. Ich schlage vor, dass wir erstmal zu einer ganz dicken Eiche gehen, die hier fußläufig in einer Minute zu erreichen ist. Mhm. Ist ein wunderbarer alter Baum, zeigt schon ein paar Schwächeerscheinungen, aber ich bin sehr sicher, dass der noch viele Jahrzehnte machen wird. Wie alt ist die Eiche? Die Eiche ist... Ah, das ist der Hund von Thomas. Ich habe vorhin noch im Forst Einrichtungswerk nachgeguckt. Das ist so ein bisschen unser Inventarverzeichnis. Was steht im Wald, was steht wo im Wald? Die dürfte 230 Jahre alt sein. Das ist also strammes Alter. Das ist ungefähr das, was wir fünf zusammenbringen, wenn man unser Alter zusammenzählt. Ja. Ich will ja jetzt nicht wissen, wie alt wir alle sind hier. Sehr, sehr jung. Sehr, sehr jung. Ja. Also jünger als die ganzen Eichen hier. Hier stehen wir vor einer alten Brunnenanlage, auch ganz interessant. Also der Königswald war immer auch Wasserwald. Aha. Und es sind sehr, sehr viele Quellen hier im Königswald. Aktuell werden einige zurückgebaut, weil nicht alle Quellen mehr genutzt werden durch den Wasserzweckverband. Und das führt eben dazu, dass wenn eine Quelle zurückgebaut wird, dass an manchen Stellen Wasser austritt. Und mein Bestreben ist es, wenn wir solche Konstellationen haben, dass wir versuchen wollen, das Wasser, was austritt, nicht in den nächsten Graben laufen zu lassen, damit es das Ökosystem verlässt, sondern wir wollen versuchen, das Wasser im Wald zu halten. Mhm. Insbesondere in den letzten 3 Jahren mussten wir leider feststellen, dass wir extrem trockene Sommer hatten. Und vielleicht können wir mit dieser kleinen Maßnahme einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Wasser, was hier oberflächlich austritt, dass das im Wald gehalten wird. Und der Wald, wichtig. Der Wald ist dann sowas wie eine Speicherfunktion? Der Wald hat eine Speicherfunktion und wir sind hier in einer sehr niederschlagsreichen Gegend. Und die Gemarkungen der Ortschaften rundherum, die sind alle sehr so zugeschnitten, dass alle von dem Wasser auf dem Höhenzug partizipieren konnten. Das heißt, die reichen alle bis an die Quellhorizonte ran. Hier, das ist ganz interessant, wenn man sich das auf der Karte anguckt. Insofern, Wasser hat hier immer eine große Rolle gespielt. Mhm. Jetzt haben wir natürlich auch die Steinbachtalsperre. Das heißt, die Wasserversorgung wird etwas zentralisiert. Das führt eben dazu, dass kleinere Quellen stillgelegt werden. Und das ist dann auch eine Möglichkeit, mehr Wasser im Wald zu behalten. Mhm. Mhm. Also war schon der erste Eindruck, was der Wald so alles leisten kann. Ja. Das ist jetzt die Eiche. Ja. So, Stammumfang hat er ungefähr. Also der Durchmesser dürfte etwa bei etwas über 1 Meter liegen. Der Baum ist nicht besonders hoch. Ich schätze, der ist 22 bis 25 Meter hoch. Und von der Wuchsdynamik her ist die Eiche in dieser Gegend der Buche unterlegen. Das heißt, wenn man einen so stolzen Baum hat und Buchen nebendran hat, dann kann man sehr sicher sein, dass die Buche im Laufe der Zeit der Eiche das Licht wegnimmt, die wächst der Eiche in die Krone und deswegen haben die Förstergenerationen vor mir immer mal wieder darauf geachtet, dass diese schöne Eiche nicht zu sehr von den Buchen in die Zange genommen wird und dass die
noch so schön hier stehen kann, wie sie hier steht. Man sieht allerdings, unten sterben schon Äste ab. Das mag auch damit zu tun haben, dass das relativ beschattet ist durch die Nachbarbäume. Die Eichen werden immer etwas später grün als die Buchen, sieht man hier sehr schön. Man muss sich also keine Sorgen machen zum aktuellen Zeitpunkt, dass diese Eiche nicht schön grün wird. Die fängt gerade an, die Blätter auszubreiten, womit die Buchen nebendran schon fertig sind. Also die steht noch voll im Saft? Die steht noch voll im Saft, ja. Wie alt wird so eine Eiche? Also Eichen können viele, viele hundert Jahre alt werden. Es gibt Eichen, die sind 400, 600 Jahre alt. Bei uns die ältesten Eichen im Forstamt sind, glaube ich, so um die 300 Jahre. Aha. Wobei, so ganz genau kann man es auch eigentlich nicht wissen. Es gibt wissenschaftliche Methoden, wie man sowas dann mal feststellen kann. Aber meistens haben wir in den Forsteinrichtungswerken einen Hinweis, wie alt die Eichen in etwa sind. Okay. Wenn man es mal ganz genau wissen will, kann man es auch anbohren und auszählen. Okay. Was ist hier so der typische Baum in diesem Wald? Also, wie fast in ganz Deutschland, ist die wuchskräftigste und die konkurrenzstärkste Baumart die Buche. Und wir sind hier auch in einem sehr laubwaldreichen Teil in dieser Region. Der Nationalpark zum Beispiel hat etwa 50% Buche. Und ganz so viel Buche haben wir im Forstamt nicht, vom Prozentsatz her. Aber die Buche ist diejenige Baumart, die hier, was die Wuchskraft und die Konkurrenzkraft anlangt, vorne liegt. Wir haben dann durch Menschen eingebracht, seit 200, 250 Jahren, die Fichte, die im Moment große Schwierigkeiten hat mit den zurückliegenden trockenen Sommern. Die Fichte wurde damals angebaut, einmal weil nach der Zeit, als hier viel Holzkohle benötigt wurde, um Eisen, Metalle zu schmelzen, da war der Wald sehr ausgeplündert und die Waldböden waren devastiert. Damals hat man angefangen, diese relativ anspruchslose Baumart, die ist eigentlich nur durstig, anzubauen. Und in der damaligen Zeit war das auch eine richtige Entscheidung. Und eine zweite Fichtenanbauwelle war nach den Reparationshieben im Zweiten Weltkrieg. Da war es eben die Verfügbarkeit von Fichten, Pflanzgut. Und auch oft waren es dann Flächen, die sehr nass waren. Die Fichte wuchs dort gut. Es war ein Riesenbedarf da, wieder schnell Holz zu bekommen. Und insofern ist es immer wohlfeil zu sagen, die Fichte gehört hier nicht hin. Man muss das immer in den historischen Kontext stellen, denke ich, und gucken, wie damals die Aufgabe der Menschen war, wie man auf die Fragen der Zeit reagieren musste. Ne? Ja, man muss ja auch ökonomisch dann auch denken in diese Richtung. Ja. Was ebenfalls sehr viel vorkommt, anteilmäßig, je mehr, je tiefer wir kommen, ist die Eiche. Die ist eine heimische Laubart, die ein sehr hohes Alter erreicht, wir haben es gerade gesagt. In dem Revier, was ich betreue, ist die Eiche die Hauptbaumart, also über 50% der Wälder sind Eichenwälder. Dazu gehören allerdings auch die Wälder von Idar-Oberstein. Das sind oft nicht wuchskräftige Wälder, die aber trotzdem eine sehr wichtige Funktion haben. Das sind so die relativ steilen Nahhänge. Da ist oft die Eiche diejenige Baumart, die dort mit dem dünnen Boden, mit den wenigen Nährstoffen und mit dem wenigen Wasser gut zurechtkommt und eben dafür sorgt, dass die Vegetation vom Wald dort bleibt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der typische Baumbestand sind Laubbäume, Eichen und Buchen. Die Fichte gehört, wie du sagtest, nicht hierhin. Wo kam die Fichte her? Die Fichte hat im Harz und in den Alpen ihre Heimat und dort hat man sie hergebracht. Autochton, sprich standörtlich hier vorkommt, ist sie nicht. Der Mensch hat sie hierher gebracht. Wir haben auch eine weitere Baumart. Da hinten stehen ein paar sehr schöne Exemplare. Die Douglasie. Dann gehen wir mal dahin. Und dann gehen wir da mal gucken. Ja. Das ist eine junge Buche. Sie hat einen kleinen Sturm. Die hat ganz offensichtlich eine kaputte Wurzel. Normalerweise wird da jetzt ein Wurzelteller hochstehen, der einen Meter hoch ist. Die hat fast gar nichts mehr. Das heißt, wir haben nicht nur die sichtbaren Schäden in den Baumkronen, sondern wir haben auch Wurzelschäden durch die Trockenheit, die dazu führt, dass die Standfestigkeit der Bäume nachlässt. Aha. Und da kann schon ein relativ geringer Wind ausreichen, um so einen Baum ganz unvermittelt umfallen zu lassen. Ja. Sehr gefährlich. Ja. Wir haben gerade über die Trockenheit gesprochen, das den Bäumen hier zu schaffen macht. Kann man das schon sagen, dass das irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hat? Oder ist es zu weit hergeholt? Ich denke, 95% der Wissenschaftler können sehr gut belegen, dass das ist der Klimawandel, mit dem wir das hier zu tun haben. Mhm. Ob das in den nächsten Jahren in der Brutalität, würde ich mal sagen, weitergeht, das wissen wir nicht. Aber
Es ist im Grunde wissenschaftlicher Konsens, dass wir jetzt in Rheinland-Pfalz speziell damit rechnen müssen, dass die Sommer heißer werden, dass die Niederschläge häufig als Starkregenereignis runterkommen. Das heißt, wenn dann mal 30 Liter in einer halben Stunde fallen. Und das meiste fließt dann weg? Das fließt oberflächlich ab. Davon haben die Bäume wenig. Und in der Landwirtschaft gibt es auch Erosionsschäden. Also das ist relativ sicher, dass das der Klimawandel ist. Ja, und wir müssen eben als Förster gucken, dass dort, wo der Wald aufhört, Wald zu sein, dass wir dort mit Wiederaufforstung oder mit Naturverjüngung bei kleineren Flächen, verjüngt sich sowas auch gerne von selbst, dass wir da versuchen, einen Wald hinzubekommen, der den künftigen schwierigeren Verhältnissen, der mit diesen schwierigen Verhältnissen noch klarkommt. Ne? Wie könnte dann der Wald dann zukünftig aussehen, wenn man da jetzt auf Rücksicht nimmt und andere Baumarten hier heimisch werden lässt? Also Rheinland-Pfalz hat sich dazu entschieden, einen ganz großen Schwerpunkt weiterhin bei den bewährten Baumarten zu belassen. Das heißt, den Schwerpunkt werden weiterhin bilden die Buche, die Eiche. Wir Förster nennen es Nebenbaumarten, zum Beispiel die Hainbuche, der Ahorn, die Esche. Damit, das soll die Basis sein. Und dann wollen wir durchaus aber auch mal experimentieren mit Bäumen, die hier noch nicht eingeführt sind oder noch nicht so lange eingeführt sind. Es gibt die Walnuss, es gibt die Roteiche aus Amerika, es gibt ja, Bäume, die jetzt neuerdings mal ausprobiert werden können, ein Baumhasel. Das heißt, wir wollen versuchen, einen bunten Wald zu machen mit vielen Baumarten. Wir wollen auch versuchen, viele Altersstufen in einem Wald zu haben. Und wir müssen einfach sagen, wir wissen nicht, wie die Anforderungen sein werden. Deswegen ist es gut, ganz viele Baumarten auszuprobieren und zu beobachten. Also learning by doing. Learning by doing, genau. Ja. Okay, das kann sich aber jetzt über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinziehen, bis man da einen positiven oder vielleicht, wenn wir es wollen, nicht hoffen, einen negativen Effekt erkennen. Das ist ein Prozess, den man gut beobachten muss. Wir werden einfach nicht umhin können, ein bisschen wie ein Spieler in der Spielbank auf verschiedene Baumarten zu setzen und auf verschiedene Formen der Waldbewirtschaftung zu setzen. Und dann müssen wir beobachten, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Und wir wissen ja auch noch nicht, wie die Klimaentwicklung tatsächlich sein wird. Ob es in Richtung Worst Case geht, dass wir über 1,5, über 2 Grad Klimaerwärmung rüberkommen. Mhm. Oder vielleicht gibt es auch noch mal eine Linderung durch die Maßnahmen, die wir ergreifen. Aber schnelle Linderung ist, denke ich, eher nicht zu erwarten. Okay, dann hoffen wir das Beste, dass es vielleicht auch nicht so schlimm kommt. Ja, das wäre wünschenswert. So. Hat ja auch jeder ein klein bisschen selbst mit in der Hand. Ja, kann man so sagen, ja. Wo spazieren wir jetzt hin? Was werden wir jetzt gleich betrachten können? Wir könnten gleich mal einen kleinen Schlenker zum Thema Yacht machen. Wir haben hier zwei Weisergatter aufgebaut, noch relativ neu. Ja, vielleicht für die Zuhörer, die das Wort noch nie gehört haben, ein Weisergatter ist jetzt was? Also ein Weisergatter zeigt uns, wie der Wald aussieht, wenn wilde Tiere, Wildschweine, Rehe, Hirsche würde ich mal nennen, wenn wilde Tiere ihn nicht betreten. Wir haben im Wald im Regelfall Schalenwildarten, zu deren Speiseplan es gehört, Bäume zu essen. Und in so einem Weisergatter kann man einfach mal gucken, wie sich die Bäume ohne Wildeinfluss entwickeln. Und dafür haben wir hier zwei Gatterchen gemacht. Das heißt, das sind 2 Meter hohe Holzzäune. Aha, da kommt also jetzt kein Wildschwein rein. Genau, da kommt kein Wildschwein rein, kein Reh. Und ein Hirsch springt da auch nicht rüber. Und da kann man einfach mal schauen, wie sich der Wald im Zaun im Vergleich zu außerhalb vom Zaun entwickelt. Und wir können ja mal gucken, der ist jetzt noch relativ neu, ob man schon was sieht. Reicht das aus? Es sieht relativ klein aus. Ich könnte mir jetzt sowas jetzt größer vorstellen. Wir wollen einfach mal gucken, wie sich die Naturverjüngung einstellt. Das heißt, ob Eicheln, wir stehen hier in einem Eichenbestand mit Buche auch im Unterstand. Mhm. Wir wollen einfach mal gucken, ob sich im kleinen Weisergatter, ob sich da mehr junge Eichen finden wie außerhalb. Das Weisergatter ist nicht dazu gedacht,
so eine Eiche, wie sie hier steht, der eine Heimat zu bieten, sondern wir haben einfach mal einen Platz genommen, wo letztes Jahr eine Eiche abgestorben ist. Die ist durch Prachtkäfer wahrscheinlich kaputt gegangen. Mhm. Das heißt, das ist eine Stelle, wo ein bisschen Licht von oben reinfällt. Und das vergleichen wir mit einem zweiten Weisergatter, das haben wir mal in den Schatten gestellt. Das heißt, auch die Frage Licht und Schatten spielt eine Rolle, nicht nur sind Rehe da oder sind keine Rehe da. Ja. Und wir können ja mal gucken, ob man schon was sieht. Wie lange will man das beobachten? Ganz lange. Ganz das ist ein lange. Langzeitprojekt im Grunde. Also mehrere Jahre. Ja, ja, ja. Einfach mal schauen. So, jetzt stehen wir hier an dem Weisergatter. So, wir stehen jetzt an dem Weisergatter und wir stellen fest, dass sowohl im Weisergatter als auch außerhalb vom Weisergatter ganz viele junge Eichen sich angesammelt haben. Wir hatten letztes Jahr ein sogenanntes Mastjahr, das heißt, da sind Eicheln von den Bäumen gefallen und die sind teilweise auf dem Boden liegen geblieben, haben die Wildschweine aufgenommen, teilweise haben die Wildschweine sich auch in den Boden eingewühlt. Die Natur arbeitet ja mal mit einem riesen Überschuss, mit ganz viel Verjüngungspotenzial. Und hier sieht man eben in diesem Gatter hier stehen, mal geschätzt, über 100 junge Eichen drin. Und man muss sagen, neben dem Gatter sieht es erfreulicherweise genauso gut aus. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wo die jungen Bäumchen gekeimt sind und aus dem Laub rausgucken, ist es im Gatter genauso gut wie außerhalb vom Gatter. Was sagt Ihnen das jetzt? Das sagt Ihnen, dass wir vielleicht ganz fleißig gejagt haben im letzten Jahr, dass nicht so extrem viele Rehe hier sind. Das sagt mir aber auch abwarten, ob das am Ende des Jahres noch so aussieht, dass es so viele Eichen außerhalb vom Zaun gibt, wage ich mal mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen. Aber deswegen machen wir das Weisergatter, um mal wiederzukommen und zu schauen, wie sich das entwickelt hat. Okay. Okay, dann kommen dann die Rehe und die Wildschweine und die fressen das weg. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass die jungen Eichen, also die Eiche ist ein absoluter Leckerbissen neben der jungen Tanne fürs Wild. Die lieben die. Die Buche, die ist nicht ganz so lecker. Die Buche schafft es fast immer ohne großen Schutzaufwand. Aber die Eiche natürlich zu verjüngen, das erfordert einen ganz fleißigen Jäger im Wald. Okay. Jetzt können wir noch mal im Schatten gucken, ob da auch was gekommen ist. Ich war noch gar nicht selbst da. So, das ist jetzt das Weisergatter im Schatten. Genau, hier sehen wir das Weisergatter im Schatten. Wir sehen, wenn wir großzügig sind, vielleicht 8 bis 10 junge Bäumchen, kaum Eichen. Das meiste, was ich sehe, sind junge Buchen. Und hier haben wir halt ganz viele Bäume, die über diesem Gatter stehen. Die schlucken das Licht. Ja. Das heißt, hier kommt nicht so viel Licht auf den Waldboden. Und das möchte ich halt mal vergleichen, wie sich das mit viel Licht und mit wenig Licht unterscheidet. Wir haben oft den Fall, dass wir sagen, ah, hier wird nicht genug gejagt, hier wächst nichts. Aber es sind nicht nur die Jäger, die eine Rolle spielen, sondern auch, wie wir das Licht steuern im Wald. Das spielt auch eine Rolle. Ne? Und von daher ist das hier auf gleichem Standort im Grunde, bei 100 Meter Entfernung, ein völlig anderes Bild, als wir es eben gesehen haben. Ist die Eiche nicht eigentlich auch eine Schattenbaumart? Nee, die Eiche ist eine Lichtbaumart. Das heißt, die braucht viel Licht in der Jugend. Die Buche hingegen, die wir hier sehen, die jetzt frisch gekeimt ist, die ist eine Baumart, die kann ganz lange im Schatten überleben. Die ist sehr duldsam, was Lichtmangel anlangt. Die stirbt nicht. Eine Eiche, die zu wenig Licht kriegt, die geht kaputt, wenn sie nicht vorher aufgeäst wird von den Rehen. Aber eine Buche kann durchaus sehr, sehr alt werden und nur 1 oder 2 Meter hoch. Und irgendwann öffnet sich über der Buche ein Lichtschacht, weil ein alter Baum entnommen wurde oder gestorben ist. Und dann schafft sie es, auch wenn sie schon so alt ist, noch einen richtigen Baum zu bringen. Das ist eine Eigenschaft, die sie auch so mit der Tanne gemein hat. Die Tanne kann auch ganz lange im Schatten sitzen und irgendwann
macht sich oben der Himmel auf und dann kann die Tanne, obwohl sie schon ein hohes Alter hat, kann sie noch ein großer Baum werden. Ja, jetzt mal eine Frage. Das ist jetzt ein natürlich gewachsener Wald, oder? Also der meiste Wald, den wir sehen, ist aus Naturverjüngung entstanden. Ja. Künstlich verjüngt oder künstlich entstanden sind vermutlich nur die Fichtenflächen und die Douglasienflächen. Die amerikanischen Eichen sind hier künstlich eingebracht, haben wir einige schöne hier, Roteichen. Aber ich denke, was wir hier an Buche und Eiche sehen, was schon ein relativ hohes Alter hat, das ist alles natürlich verjüngt hier. Wird dieser Wald jetzt gepflegt oder lässt man ihn einfach wachsen? Nein, dieser Wald wird genutzt und gepflegt. Das ist sogar ein anerkannter Saatgutbestand, weil die Eichen, die hier drin stehen, eine besonders schöne und gerade Wuchsform haben. Deswegen darf man hier Saatgut gewinnen und mit diesem Saatgut auch Handel treiben. Da gibt es sehr enge Spielregeln, die man einhalten muss. Und so ein Bestand wird nicht dadurch Saatgutbestand, weil der Förster das gerne möchte, sondern da kommt eine Kommission, die kommt gucken, ob alles groß genug ist, schön genug ist. Und dieser Bestand ist also ein Bestand, der sehr schöne Eichen trägt. Und wir haben ja vorhin über das Dominanzverhalten der Buche gesprochen. Hier müssen wir die Eiche vor der Buche schützen. Wenn wir die Buchen hier wachsen ließen, dann würden sie den Eichen das Licht oben in der Krone streitig machen und sie würden, wenn wir sie ließen, hier die Führung übernehmen. Das heißt, wenn man einfach nicht pflegt und es wachsen lässt, so wie die Natur das so vorsieht, dann könnte der Wald dunkler sein. Ja, mit Sicherheit. Der würde hier von der Buche dominiert werden. Die Baumartenanzahl je Fläche würde sinken. Aber irgendwann würden dann diese Buchen auch so alt sein, wenn man diesen Wald nicht bewirtschaften würde, dass Einzelindividuen absterben würden und dann würde sich eine ganz neue Dynamik in Gang setzen. Dann kommt wieder Licht auf den Boden, dann haben wieder neue Baumarten eine Chance. Dieses Stadium erreicht dieser Wald gar nicht. Bevor hier die Bäume einen Alterstod sterben, werden wir sie im Regelfall wirtschaftlich nutzen, verkaufen. Wir haben natürlich auch einen hohen Totholzanteil. Da hinten sieht man einen großen Baum, der da quer liegt. Das heißt, wir nutzen längst nicht jedes Hölzchen, was hier im Wald ist, sondern wir bemühen uns, Holz, was dünner ist als 8 cm, bleibt immer im Wald. Kronenholz bleibt oft im Wald. Und große alte Bäume, die keinen riesigen Wert darstellen, die lassen wir auch einen natürlichen Tod. Also wo wir jetzt sind, das ist aber schon ein Nationalpark Hunsrück-Hochwald? Nein, dies ist ein forstlich bewirtschaftetes Revier. Also kein Pflege. Nein, also dies ist ein richtiger Wirtschaftswald. Ja. Und hier mit diesen Eichen kann man im Moment richtig viel Geld verdienen. Ja. Das macht Spaß, die Eiche hat eine gute Konjunktur. Und von daher ist das 200 Meter weiter im Nationalpark ein Zustand, der dort gar nicht möglich ist. Da ist eben ein anderer Plan. Da ist der Plan, die Natur gewähren zu lassen, was auf 10.000 Hektar ja auch mal eine gute Idee ist. Aber im Gegensatz dazu fummelt hier der Mensch ziemlich intensiv im Wald rum. Okay, es geht ja auch ums Geld. Es geht auch ums Geld. Ja. Okay, gehen wir noch ein bisschen weiter. Thank you.
So, jetzt nochmal über den Graben springen. Ja. Was man jetzt hier so sieht, das ist übrig geblieben nach einer Holzerntemaßnahme. Das ist Walddünger, das heißt, hier holt keiner mehr sein Spießbratenholz raus aus dem Kronenholz. Das bleibt liegen, das vergeht. Das führt dazu, dass die Nährstoffe wieder in den Kreislauf reinkommen. Ja. Das war früher anders. Da hat man, auch aus wirtschaftlicher Not, hat man bis zum kleinsten Durchmesser alles verwertet. Und das hat dazu geführt, dass manche Waldstandorte ausgehagert sind. Das heißt, da fehlen heute die Nährstoffe. Und wir haben in Rheinland-Pfalz ein ganz ausgeklügeltes Kartensystem. Das heißt, du kannst sehen, ob du einen Boden hast, der gut nährstoffversorgt ist. Da kann man ganz normal Forstwirtschaft betreiben, was die Durchmesser anlangt, die man aus dem Wald rausholt, die Baumdurchmesser. Es gibt aber auch so verarmte Standorte, da belässt man absichtlich sehr viel der Biomasse des geernteten Holzes im Wald, damit die Nährstoffbilanz stimmt. Ja, okay. Ja, während wir jetzt hier so den Weg entlang gehen, hören wir auch viele Stimmen, Vogelstimmen vor allem. Ich schalte einfach mal so aufs Mikrofon, so ein bisschen in die Landschaft. Das, was zu den Holzpreisen sagen, das wäre vielleicht noch mal interessant, wie die sich entwickelt haben und wie genau im Augenblick ist ja diese Diskussion Holz knapp und trotzdem geht es den Waldbauern schlecht. Aber nur mal als Idee, gerade wo wir jetzt hier vor dieser Fläche stehen. Also wir stehen hier vor einem großen, ich würde sagen, Holzhaufen, heißen bei uns Holzpolter. Hier ist ein großes Polter Brennholz. Und das wird in den heimischen Öfen, nachdem das 2 bis 3 Jahre getrocknet wurde, wird das verheizt werden. Für so ein Holz erlösen wir ungefähr 55 Euro den Festmeter. Und die Buche ist da, was die preislichen Eskapaden anlangt, in ganz ruhigem Fahrwasser. Hingegen die Fichte macht im Moment eine Berg- und Talfahrt durch, bedingt durch das enorme Holzüberangebot der letzten 3 Jahre sind in den Jahren 18, 19, 20 die Fichtenpreise extrem in den Keller gegangen. Manchmal konnten die Waldbauern, deren Waldbestände abgestorben waren durch den Borkenkäfer, die konnten das Holz gar nicht mehr verkaufen. Wer es verkaufen konnte, bekam ungefähr 20 bis 30 Euro pro Festmeter. Das ist ungefähr so viel, wie man aufwenden muss, um den Baum abzusägen, die Äste abzumachen und ihn an die Waldstraße zu bringen. Das war ein Nullsummenspiel, dann waren nur die Bäume aus dem Wald raus. Mittlerweile, durch ganz große Exportchancen nach China und Amerika, hat sich der Markt komplett umgedreht. Im Moment kostet frische Fichte wieder 90 bis 100 Euro. Und 25 Millionen Festmeter Schnitzholz werden ungefähr pro Jahr produziert. Davon sind letztes Jahr 10 Millionen in die USA exportiert worden. Das heißt, wir haben einen riesen Sog an Schnittholz, insbesondere von den USA, aber auch von China. Das führt dazu, dass viele Handwerksbetriebe bei uns, die kriegen kein Holz mehr nach. Das heißt, die müssen nicht nur das Doppelte dessen bezahlen, was sie letztes Jahr bezahlt haben, für ihr Konstruktionsvollholz oder noch mehr, die kriegen nicht ausreichend. Das heißt, ein Zimmermann, der in diesem Jahr 5 Häuser bauen will und Preisangebote gemacht hat, der muss nachverhandeln, weil der einfach überhaupt nicht mehr klarkommt mit seiner Kalkulation. Ja. Ein ganz unvorhersehbarer Prozess eigentlich, dass das nach der Holzschwemme der letzten 3 Jahre so schnell in eine Holzknappheit übergegangen ist. Das hat aber mit Globalisierung zu tun, mit globalisierten Märkten. Die Fichte ist ein großer Vertreter des Bauholzes. Ja, Ficht, genau. Ficht und Douglasie, Lärche noch, das sind die klassischen Bauhölzer. Und man muss sagen, ein Fichtenwald, wenn man den nutzt, dann hat man ungefähr 90% von diesem Hauptsortiment Bauholz. Ne? Ja. Wenn man einen Hektar Buche nutzt, dann ist der Anteil an Stammholz deutlich geringer. Also dann hat man vielleicht 40% Stammholz und der Rest ist Industrieholz plus dann noch das Kronenrestholz, was wir vorhin gesehen haben. Das heißt, in betriebswirtschaftlicher Hinsicht ist die Fichte interessant für den Waldbauer. Das war so und das bleibt auch so.
ist es nur unklar, ob die Fichte bleibt. Ne? Aber Nadelholz ist einfach von der Stammform und von der Verwendung her eine sehr günstige Baumart. Das ist ein pfeilgerader Stamm, der hat keine ausladende Krone. Das heißt, verständlich, da geht viel ins Stammholz. Und dann kann man halt sagen, dass durch die Turbulenzen jetzt am Markt derjenige in der glücklichen Lage ist, der noch Fichten hat. Viele, insbesondere auf Rheinland-Pfalz betrachtet, im Westerwald haben keine Fichten mehr. Die können von dem Ausschwung nicht mehr partizipieren. Aha. Die mussten die Fichten verramschen in den letzten Jahren. Also, okay. Ja. Jetzt frage ich mal den Bioniker. Gibt es Alternativen zu Fichtenholz? Könnte man nicht auch Buche oder andere Holzarten irgendwie wirtschaftlich besser verwerten, als man das jetzt tut? Also Martin unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, aber in den letzten Jahren wurde ja sehr viel Know-how in das Buchenholz auch gesteckt, um das als Bauholz auch zu verwerten. Und da haben sich zum einen einige Firmen vorgetan, Pollmeier hier in Deutschland, die tatsächlich auch Buchenholz so umarbeiten, verleimen zum Teil, dass das als wirklich hochwertiges Bauholz genutzt werden kann. Wer da aber auch sehr viel investiert, ist insgesamt auch die Schweiz mit verschiedenen Forschungseinrichtungen. Letztlich ist natürlich auch Holz sowieso ein ganz wunderbarer Verbundwerkstoff. Also Holz hat wirklich eine erstaunliche Stabilität. Und etwas, was ich auch im Laufe sozusagen meiner Recherche lernen musste, war, dass Holz tatsächlich in der Bauwirtschaft, vor allen Dingen, wenn es eben als dicke Stämme und Tragkonstruktionen verarbeitet wird, auch als feuerhemmend gilt. Das heißt, im Gegensatz zu Stahl, wenn es anfängt zu brennen, der sofort ausglüht und dann auch seine Stabilität verliert, bildet sich bei dicken Holzstämmen tatsächlich außen eine Kohleschicht, die verhindert, dass sowohl die Hitze wie eigentlich auch das Feuer in den Kern dann vordringt und damit tatsächlich die Stabilität also auch viel länger zum Teil gegeben ist als bei einer Stahlkonstruktion. Und gerade in den letzten Jahren entstehen einige tatsächlich auch Hochhäuser, was früher als No-Go galt, aus Holzkonstruktionen. Also in Berlin steht, glaube ich, ein dreistöckiges, in der Schweiz wird ein mehrstöckiges errichtet. Und das ist natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich was ganz Wunderbares. Das heißt, wenn tatsächlich das Haus in ein paar hundert Jahren, man weiß es ja von tatsächlich vielen Fachwerkhäusern, die seit 500 Jahren und manche sogar noch länger stehen. Auch viele mit Eiche dann gebaut worden. Genau. Da zeigt sich, die sind eben zum einen haltbar und wenn sie dann irgendwann mal doch abgerissen werden müssen, am Ende ihrer Lebensspanne angekommen sind, sind sie eigentlich CO2-neutral, während Betonhäuser, also das ist klimatechnisch ist Beton eine absolute Katastrophe, also wenn die Betonindustrie ein Land wäre, wäre sie im CO2-Ausstoß direkt nach China und USA an dritter Stelle. So viel CO2 wird für den Beton tatsächlich gebraucht und verbraucht und dann in die Umwelt abgegeben. Also von daher ist ein Haus aus Holz aus vielen Gründen, also Nachhaltigkeit, es isoliert sehr gut, es hat eine Tragfähigkeit, man braucht keine Angst zu haben vor Feuer und Bränden. Im Gegenteil, wie gesagt, das ist sogar brandhemmend. Und hier Fichtenholz, ich habe mal im Ruhrgebiet lange Zeit gearbeitet, hat noch eine weitere Eigenschaft, die Bergleute geschätzt haben. Das heißt, bevor eine Holzkonstruktion, gerade Fichtenholz, versagt, fängt es an zu knarren und zu knarzen. Das heißt, es warnt vor. Es warnt vor, genau. Ja. Und das war dann tatsächlich ein Zeichen für die Bergleute, wenn es anfing zu knarzen, die Stempel, wie man sie unter Tage nennt, hieß es nichts wie raus aus dem Stollen, während eben eine Stahlkonstruktion von einer Sekunde zur anderen, eben wenn die an die Grenze ihrer Belastung kommt, kollabiert. Da gibt es keine Vorwarnung, da gibt es nur einen großen Knall und das war es dann. Und man versucht eben auch viel mehr noch aus dem Holz zu machen. Also in der Papierindustrie braucht man ja einen wesentlichen Baustein nur des Holzes, und zwar die Zellulose. Und den zweiten Baustein, eigentlich den Klebstoff, das Lignin, den hat man früher verbrannt, den hat man nicht gebraucht, da hatte man keine Verwendung dafür. Und da gibt es jetzt eben auch hier in Deutschland eine Firma, seit Jahren schon, denen es gelungen ist, diesen Klebstoff Lignin, der eben als Abfall bei der Papierherstellung anfällt, daraus tatsächlich ein Plastik
Material zu entwickeln. Aus einem Material, das ursprünglich mal im Holz drin war? Genau, also sozusagen 100% ein Holzbestandteil, der ebenfalls im Plastik, was dann, wenn es verfällt, zerfällt, erstens zerfällt ist, zweitens eben auch völlig CO2-neutral ist und drittens auch eben ungiftig ist im Vergleich zu den Kohlenwasserstoffen, aus denen das normale Plastik hergestellt wird. Also von daher ist das ganze Potenzial von Holz noch lange nicht ausgereift. Das ist eben wirklich ein ganz wunderbarer Stoff, aus dem man Häuser bauen kann, aus dem man nachhaltige Produkte entwickeln kann und der immer wieder eigentlich auch für eine Überraschung gut ist. Immer noch, selbst nach all den Jahrtausenden, wo Holzhäuser immer schon von Menschen konstruiert und gebaut und genutzt wurden. Mhm. Also ist es fast, Martin, kaum zu verstehen, dass man sich so auf die Fichte versteift. Man könnte ja auch die anderen Möglichkeiten nutzen. Ne? Ich denke, die Entwicklung, ich glaube 5 bis 10 Jahre läuft das jetzt mit der Firma Pollmeier, die ist total spannend. Ich glaube auch, dass das eine große Zukunft hat. Es kann ja einfach so sein, dass wir durch den Klimawandel das Nadelholz nicht mehr haben. Wenn man aber in Bilanzen den Wald betrachtet, in Kohlenstoffbilanzen, dann sollte man den Fichtenwald oder den Nadelwald nicht zu schlecht rechnen. Mhm. Wenn ich also einen Hektar Nadelwald vergleiche mit einem Hektar Laubwald, dann ist die Kohlendioxidbindung im Nadelwald deutlich höher, weil einfach die Wuchsleistung der Fichte deutlich höher ist auf einem vergleichbaren Standort, mhm, und weil auch die Produkte, die aus der Fichte hergestellt werden, nach heutiger Technik eben 90% in langlebige Produkte reingehen können. Das heißt, alles, was wir an Fichtenholz aufarbeiten und in langlebige Produkte, zu langlebigen Produkten verarbeiten, das zeigt uns, dieser Kohlenstoff ist aus der Atmosphäre raus und der ist fest. Den haben wir, der ist nicht in der Atmosphäre, der schadet uns nicht. Und deswegen soll man den Nadelwald nicht verteufeln. Pro Fläche gesehen leistet er einen größeren Beitrag, jetzt rein bilanziell gesehen, zur CO2-Bindung als ein Hektar Laubwald. Das ist eine Realität. Ne? Mhm. Dass da Naturschutzaspekte nicht eingerechnet sind, das stelle ich anheim. Das ist so. Aber rein Thema Klimawandel ist eben der Nadelwald durch seine Wuchspotenz und die gute Form, die die Stämme haben, um sie zu dauerhaften Produkten zu verarbeiten, der ist besser als Laubwald. Ja, ja. Ja, Martin, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir mal ans Wasser. Jetzt gehen wir ins Wasser, okay. Herr Thomas, du hast noch ein Thema. Ja, Stichwort, das heißt ja immer so, Nachhaltigkeit ist besonders wichtig, überall Nachhaltigkeit. Aber eigentlich kommt der Begriff Nachhaltigkeit im Sinn einer langfristig angelegten, verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Natur, kommt eigentlich von einem Deutschen, und zwar von Karl von Karlowitz, und zwar von 1713. Da hat er das zum ersten Mal tatsächlich erwähnt, und zwar da auf den Bezug auf den Wald, dass man eben einem Wald nur so viel Holz entnehmen darf, wie auch dann nachwächst in künftigen Generationen, dass man eben auch an die Zukunft dann eben auch denken muss. Worüber wir vorhin ja gesprochen haben. Also es gibt in der Natur so viele Dinge, auch im Wald, beim Holz, wo man wirklich sagen kann, da sind Prinzipien, die man versuchen kann, auf die Technik zu übertragen, wo man sich Anregungen holen kann. Weil eben tatsächlich die Natur ein paar Millionen, vielleicht sogar ein paar Milliarden Jahre uns voraus ist und das schon über sehr, sehr lange Zeiträume erproben konnte. Und von daher tatsächlich wir sozusagen bei den Patenten der Natur mal uns ein paar Dinge abschauen können. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass die Rohrleitungssysteme von wasserführenden Bäumen, dass es da tatsächlich so bestimmte Strömungswächter gibt, also bestimmte Verengungen, die wiederum technisch interessant sein können, für die Entwicklung von Abwasserleitungen, wo dann schneller und einfacher das Abwasser durchgeführt werden kann. Und eben zu den Tüpfeln, das heißt die Blätter, die wir haben, da finden wir eben
kleine Schließmechanismen, genau, da findet man Schließmechanismen, Tüpfel genannt, womit die Blätter den Gasaustausch regulieren. Also wenn es besonders warm ist, werden sie geschlossen. Wenn es kühler wird, öffnen sie sich. Und nach dem Prinzip hat man eben auch Mechanismen entwickelt für Rohrleitungssysteme, die nach dem ähnlichen Prinzip, wie man sie hier zu Hunderten, zu Tausenden in jedem Blatt findet, dieses Prinzip auf die Technik überträgt. Pilze, auch noch interessant, aus vielen Gründen. Zum einen natürlich auch kommerziell, das heißt die Trüffel und Trüffelsuche in Frankreich ja vor allen Dingen und auch Italien. Hier in Deutschland stehen allerdings die Trüffel unter Naturschutz. Angeblich nur deswegen, als nämlich die ganzen Naturschutzverordnungen erlassen wurden, ist irgendeinem Beamten aufgefallen, dass eigentlich aus jeder größeren Tier- und Pflanzengattung irgendetwas unter Naturschutz gestellt wurde, aber nicht bei den Pilzen. Und irgendwie kam einer dann auf die Idee und meinte, naja, irgendwie Trüffel sind doch eigentlich teuer und dann müssen sie auch selten sein, dann könnte man die doch eigentlich auch unter Naturschutz stellen. Und wahrscheinlich stehen sie deswegen in Deutschland unter strengem Naturschutz. Also man darf eigentlich keine Trüffel in Deutschland suchen und der Erde entnehmen. Als einzigen Pilz übrigens. Auch nicht, ist das Nachstellen schon, wenn man sie sucht. Finden darf man sie nicht. Genau. Richtig, suchen darf man, aber man darf sie nicht finden. Ja, und die sind natürlich eben auch wiederum eigentlich ökologisch extrem wertvoll, weil sie eben tatsächlich die eigentlich sonst unabbaubare Zellulose dann eben auch nutzen und wieder in den Kreislauf überführen. Und dann gibt es natürlich noch was ganz Besonderes hier im Boden, wenn man genau hinschaut, das sind die sogenannten Schleimpilze. Die sind ja wirklich faszinierend. Das heißt, das sind eigentlich Einzeller, die ihre Zellwände dazwischen abbauen und tatsächlich zu den größten Einzellern gehören, die bis zu 2 Meter groß werden können. 2 Meter große Einzeller? Wo gibt's die? Hier bei uns, das sind tatsächlich die Schleimpilze, die auf diese Größe anwachsen können. Ein einzelner Pilz. Und vieles daran ist noch ungeklärt bei den Schleimpilzen. Und zwar, weil sie eigentlich eine gewisse Intelligenz sogar entwickeln. Das heißt, sie kriechen dorthin, wo sie ihre Nahrung, ihr Futter letztlich bekommen. Und da hat man die auch im Labor getestet und hat sie im Labyrinth Leckerli sozusagen ausgelegt. Die Leckerli waren Haferflockenkörner, die sie mögen. Und man hat festgestellt, zum einen, dass sie tatsächlich auf kürzestem Weg dorthin kommen, sich den Weg, wenn da einmal etwas lag, merken, was faszinierend ist für die Biologen, weil sie ja eigentlich kein Nervensystem haben. Wie sozusagen erinnern sie sich eigentlich daran, wo mal irgendwelche Schleimpilze tatsächlich lagen? Und dann hat man noch zusätzlich einen Japaner auf die U-Bahnhöfe einer Karte von Tokio die Haferflocken gelegt und wollte mal gucken, wie sich dieser Schleimpilz ausbreitet und wie er wächst. Und man hat festgestellt, dass er fast exakt dem Verlauf der Tokioer U-Bahn entlang gewachsen ist, ohne dass er natürlich das U-Bahn-Netz kannte. Nur das U-Bahn-Netz war natürlich zum Teil das Netz der kürzesten Wege, der vielbefahrenen Strecken. Und die Wissenschaftler waren eben erstaunt, wie dieser nicht intelligente Schleimpilz eine intelligente Lösung gefunden hat, wo einige Techniker und Ingenieure ein paar Jahre geplant haben und gebraucht haben zu planen. Und der Schleimpilz tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit, wenigen Stunden sozusagen, dieses komplette U-Bahn-Netz abgebildet hat. Einfach nur, weil es die kürzeste idealen Verbindungen waren, die er da gefunden hat. Also das ist schon erstaunlich. Auch wie er sich überhaupt fortbewegt, ist interessant, indem er sich tatsächlich spiralförmig voranbewegt. Aber wie gesagt, man braucht die Zeit dazu, sich mal darauf einzulassen, auf so eigentlich völlig unscheinbaren gelben Glipper, den man ab und zu mal an gerade toten Pflanzenstümpfen und Baumstümpfen sieht, da dann zu forschen, um welche Geheimnisse
diese winzigen Organismen dann tatsächlich enthüllen. Dann etwas genau, wenn man eben sich darauf einlässt, Spinnen im Wald, natürlich nicht nur im Wald, aber auch im Wald kommt ihnen natürlich sehr viel vor, ist natürlich die Spinnenzeit ist eigentlich der heilige Gral der Materialwissenschaftler. Also eigentlich gibt es kein Material, was die Eigenschaften von Reißfestigkeit, Flexibilität, Stabilität dermaßen exakt nachbildet und gut verbindet wie die Spinnenseite. Und die Wissenschaftler haben eben wirklich sehr lange gebraucht, dem Geheimnis überhaupt auf die Spur zu kommen und es dann auch letztlich nachzumachen. Und einem deutschen Wissenschaftler ist das gelungen, einem Thomas Scheibel vor ein paar Jahren. Der hat die Gene der Spinne, womit tatsächlich dann die Seide produziert wird, auf Bakterien übertragen und in seiner Firma, in seinen Kochtöpfen, nenne ich es mal, dann tatsächlich künstliche Spinnenseide produziert. Und das funktioniert tatsächlich mittlerweile sehr gut. Es gibt mittlerweile, wenn auch nur als einmaligen Gag, einen Turnschuh aus Spinnenseide, aber es gibt auch mittlerweile tatsächlich schon die Seide zu kaufen, um damit Tests zu machen, um damit auch tatsächlich neue Materialien dann zu entwickeln. Also Spinnenseide ist immer noch das Vorbild, also auch die nachgeahmt im Labor produzierte Spinnenseide orientiert sich eigentlich am Original, muss man wirklich sagen. Hier sieht man mal sehr schön, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Also wir stehen jetzt. Wir stehen hier vor einer richtig dicken Eiche, die hat vielleicht unten 50, 60 Zentimeter Durchmesser. Ja, so 150 Jahre alt? Ja, könnte passen. Und unter dieser Eiche steht eine halb so dicke Buche und die wächst ihr so richtig von unten in die Krone rein. Und wenn wir Försterlein da nicht Acht geben würden, dann wird die dieser wertvollen, schönen Eiche, dann wird die Buche ihr die Krone kaputt machen. Und deswegen ist es hier mein Job für die 10 Jahre, die ich hier noch sein werde, auch ein bisschen auf die schönen Eichen Acht zu geben und denen die Buchen ein bisschen vom Hals zu halten. Das heißt, die Buche, die jetzt hier so in die Krone reinwächst, die wird dann gefällt? Ja, die kann man fällen und dann kann man die in den Ofen stecken. Okay, schade. Und hat zumindest CO2-neutral geheizt. Schade drum, dass wir es nur in den Ofen stecken. Ja. Okay, dann gehen wir weiter zum Wasser. Von der Nutzung ist noch ein bisschen dünn.
Was ist das für ein Vogel, den wir da hören? Oh. Eine Amsel. War ein Amselhahn wahrscheinlich. Eine Amsel. Ja. Hier ist eine Stelle, wo man eigentlich sehr schön sieht, dass die Buche sich, selbst wenn ein bisschen mehr Wild da ist, sich schön natürlich verjüngt. Im Moment ist das ja wie Spinat. Also die Blätter sind dermaßen frisch und grün. Und hier sieht man eben, da war mal ein dicker Baum. Man sieht noch den Stubben hier. Mhm. Es fällt Licht auf den Waldboden. Der Humus zersetzt sich. Es fallen von den benachbarten Bäumen Bucheckern hin. Und hier verjüngt sich der Wald wie von selbst. Da muss kein Mensch mit einer Pflanzhacke hin. Das ist ein Loch, was entstanden ist durch eine Baumentnahme. Es schließt sich von selbst. Und wenn wir hier in 10 Jahren nochmal wieder vorbeilaufen, dann werden die hier 8 bis 10 Meter hoch sein und dann ist das schon Stangenholz. Das ist doch ein schöner Job, so Förster zu sein. Man muss ja fast nichts machen, ne? Nein, eigentlich fast nichts. Man muss nur staunen. Da fehlt aber eins, das wollte ich dich fragen mal machen. Bitte sehr. Stichwort Trockenheit und Waldbrand. Sind eigentlich unsere Feuerwehren ausgerichtet, ausgerüstet und trainiert für Waldbrände? Also wir haben am 10. Juli, glaube ich, haben wir eine ganz große Waldbrandübung im Nationalpark. Da werden die verschiedenen Verbandsgemeinden unter der Leitung vom Kreisfeuerwehrinspektor eine große Übung machen. Das Problem speziell im Nationalpark ist ja, dass dort die abgestorbenen Fichten belassen werden. Das heißt, es sei denn, sie stehen am Rand des Parks und müssen aus Forstschutzgründen weggeholt werden. Wenn sie im Zentrum des Parks stehen, dann stellen sie eine, die Feuerwehrleute nennen das Brandlast, eine große Brandlast da. Und diese große Brandlast zu Zeiten, wo wenig Wasser im Wald ist, wo viel Trockenheit war in den letzten Jahren, das ist ein Problem, was relativ neu ist in der Größenordnung. Und da wollen die einfach mal üben, wie man einen Waldbrand löschen könnte. Auch unter der Maßgabe, dass halt viele Wege nicht mehr nutzbar sind für Feuerwehrfahrzeuge, ne? Weil die Wegedichte ja doch erheblich ausgedünnt wurde. Also wir sind, glaube ich, dabei, dass die Feuerwehren das Problem erkennen. Und man kann aber nicht sagen, dass da technisch schon groß drauf reagiert wurde, ob es da größere Feuerlösch-Tankfahrzeuge gibt, keine Ahnung. So, hier können wir mal zum Thema Wasser was sagen. Da haben wir jetzt ein Bächlein, das aus dem Wald kommt. Ist das laut genug, hört man das? Ja, ich glaube, das hört man ganz gut. Ja, hier ist jetzt ein Waldbach zu hören, dessen Wassermenge nicht durch die Frühjahrsniederschläge, sondern dessen Wassermenge durch eine zurückgebaute Quelle stark angestiegen ist. Das heißt, die Wassermenge, die dieser kleine Waldbach mit sich führt, ist deutlich größer als bisher. Und meine Intention ist es, dass dieses viele Wasser, was wir jetzt hier im Wald haben, dass das nicht, so wie es im Moment passiert, durch diesen Durchlass läuft, den Weg passiert und durch einen schnurgeraden Graben das Ökosystem verlässt. Ich möchte versuchen, an der einen oder anderen Stelle das Wasser ein bisschen aufzustauen. Wir stehen im Moment in Kontakt mit der unteren Wasserbehörde. Wir wollen hier vielleicht noch ein kleines Biotop bauen, dass wir dort zumindest zeitweise Wasser drin haben. Und die Idee ist einfach, dem Ökosystem Wald mehr Wasser zu belassen, insbesondere in der Zeit, wo es knapp wird. Es könnte sein, dass die Quelle auch noch läuft, wenn wir eine Sommertrockenheit haben. Mhm. Dann könnte man zumindest kleinflächig ein bisschen mehr Wasser im Wald behalten. Und das ist, denke ich, eine Aufgabe, die in der Größenordnung auch neu ist. Wir werden nicht den Wald künstlich bewässern können. Dafür fehlt einfach das Wasser, dafür fehlt die Infrastruktur. Das ist keine Plantagenwirtschaft, die wir machen. Wir können aber versuchen, punktuell, wenn wir zum Beispiel Wegebaumaßnahmen machen, punktuell das Wasser im Wald in die Breite gehen zu lassen, versickern zu lassen und eben nicht den kürzestmöglichen kanalisierten Weg ihm zuweisen, sodass das Wasser verloren ist für den Wald. Da unten ist gestaut, gell? Ja, ja. Unten haben wir auch Durchlässe rausgenommen. Ja. Und da geht das Wasser jetzt über den Weg. Ne? Und dann bleibt ein bisschen mehr Wasser im Wald. Aber ja. Das ist auch, ich sag mal, großflächig kannst du da nichts machen. Aber ja. Du kannst immer an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dafür sorgen, dass du ein Feuchtbiotop baust, dass da Tümpel entstehen, was auch ja für die
Lurche und so weiter interessant ist für die Insektenwelt. Aber das große Problem wird halt immer sein, Hallo. Dass wenn wirklich ein trockener Sommer wieder kommt, dann wird schon das Trinkwasser knapp werden. Dann wird man kein Wasser haben, um den Wald zu bewässern. Vielleicht wird die Landwirtschaft möglicherweise an manchen Orten in eine Bewässerung einsteigen, aber auch da ist natürlich das Vorhandensein von ausreichend Grundwasser erforderlich. In der Lüneburger Heide macht man das schon immer, weil da eben trockenere Sommer ohnehin sind. Aber wir werden einfach besser haushalten müssen. Ne? Und die Landwirtschaft, die kann natürlich auch schnell reagieren. Die kann jedes Jahr einen neuen Versuch starten. Wenn die Förster einen Versuch starten, dann ist das für 100 Jahre oder für 150 Jahre. In der Landwirtschaft kann man versuchen, über Pflanzenzüchtung Pflanzenarten zu bekommen. Und im Wald sind wir eben kein kurzfristiger Experimentierkasten, sondern ein sehr, sehr langfristiger. Okay, man denkt dann in Jahrzehnten oder vielleicht 100 Jahre oder länger. So ist das. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt an eine Stelle, wo wir durch Windwurf und Borkenkäfer an der Fichte viele Bäume verloren haben. Und da können wir mal gucken, ob wir was tun müssen als Förster oder ob wir einfach nur abwarten und die Natur machen lassen. Das ist im Moment noch ein bisschen offen, wie das geht, aber wir schauen uns die Fläche mal an und dann kann ich mal erläutern, dass es manchmal auch ausreicht, einfach nur abzuwarten. In 100 Meter Entfernung sehen wir jetzt einen Baum. Wenn wir dem in die Krone gucken, kann man berechtigte Zweifel haben, ob der das noch überleben wird. Und das könnte einer der Verlierer der Trockenheit der letzten Jahre sein. Also der sieht nicht so aus, als würde der sich nochmal erholen. Und da so ein Baum dann auch an einem sehr viel begangenen Weg steht, kann man sich überlegen, ob man ihn fällt, damit niemand zu Schaden kommt. Eine Verpflichtung ist es nicht. Wir sind hier auf einem nicht öffentlichen Weg. Das heißt, der Waldbesitzer muss hier nichts machen, aber wenn er... Das heißt, wenn er umfällt, räumt man einfach weg. Genau. Ja, wir können hier auch mal stehen bleiben. Also wenn man dem Ahorn in die Krone guckt, dann sieht man, da ist vielleicht noch 20% Belaubung. Alle anderen Äste tragen kein Grün mehr, die sind abgestorben. Und eventuell bildet er unten eine Ersatzkrone aus, so ich sag mal in der zweiten Etage. Aber die vornehme obere Etage, die ist, glaube ich, hin. Nebendran steht eine Buche, die sieht deutlich besser aus. Aber auch da sieht man, dass der ein oder andere Ast kein Grün mehr trägt. Das heißt, da ragen so wie Krallen in den Himmel unbelaubte Äste. Und auch da kann man nicht sicher sein, wie das mit solchen Bäumen weitergeht. Ich habe auch, kommen wir gleich hin, große 150 Jahre alte Buchen, die haben das nicht überlebt im letzten Jahr. Die sind tot, ne? Die sind abgestorben. Aber längst nicht flächige Phänomene wie bei der Fichte. Wenn ich den Borkenkäfer in einer Fichtenfläche habe, dann ist die im Regelfall verloren. Dann steht da nachher, wenn man Pech hat, kein Baum mehr. Was bei den Buchen und Eichen im Moment passiert, sind in dieser Region einzelne Abgänge, aber durchaus auch verlichtete Kronen. Und ich bin sehr gespannt, ob Bäume, die letztes Jahr schon im Ende Juli ihre Blätter abgeworfen haben, ob die alle wieder eine volle, dicht belaubte Krone kriegen. Ich glaube nicht. Das heißt, auch was die Waldarbeit der Zukunft anlangt, wir werden ganz schwierige Bedingungen für die Forstwirte haben, die mit der Motorsäge im Wald arbeiten, weil die immer mehr, wir nennen das Todäste, also abgestorbene Äste berücksichtigen müssen, die manchmal, wenn du unten durch die Krone guckst, gar nicht sichtbar sind. Das heißt, die toten Äste sind über den Grünen. Das heißt, man muss extrem vorsichtig sein. Da gibt es spezielle Verfahren, wie man die Bäume zu Fall bringt. Das heißt, die sägt man nur vorsichtig an, kloppt da aber keinen Keil rein, weil es Erschütterungen gibt, die dazu führt, dass der Ast abbricht, sondern man sägt nur und zieht dann mit der Seilwinde aus dem gesicherten Hinterhalt den Baum um, sodass er uns nichts tut. Also die beiden Bäume jetzt einmal, die Buche und der Ahorn hier, das sind jetzt nur Erscheinungen wegen der Trockenheit oder haben die auch irgendwie Käfer oder sowas, also Schädling? Also die Buche aktuell, die hat keinen Schädling, wo man sagen kann, der ist auch nur in etwa so brutal und gründlich wie bei den älteren Fichten der Buchdrucker. Beim Ahorn
haben wir neuerdings eine Pilzerkrankung. So ein Rußpilz ist das, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Dann blättert bei dem Ahorn die Rinde ab und darunter ist ein schwarzer Ruß. Und der ist sogar, wenn man den Staub, die Sporen einatmet, sehr gefährlich, kann Krankheiten auslösen, ich glaube sogar Lungenentzündung auslösen. Ist ein großes Problem in Wäldern, wo eine hohe Besucherfrequenz ist. Da müssen die teilweise richtig entsorgt werden. Auch das ein Phänomen des Klimawandels, weil das offenbar Bedingungen sind, die dem Pilz so zusagen, dass er da Top-Bedingungen findet. Ne? Ob das bei diesem Baum der Fall ist, können wir mal gucken, ob wir an der Rinde was sehen. Das Rote an der Rinde, hat das was zu sagen? Das wird ein Pilz sein, den ich aber nicht bestimmen kann. Ob der die Ursache dafür ist, dass der Baum so schlecht aussieht, glaube ich eher nicht. Der Baum hat hier auch schon eine alte Wunde. Die Wunde zeigt zur Straße hin. Das heißt, spricht eigentlich dafür, dass da mal ein Schlepper gegengefahren ist oder ein Ast oder ein Baum gegengefällt wurde. Hier sieht man auch schon, dass im Holz Einbohrlöcher sind von Insekten, so kleinen Insekten. Hier kommt eine Ameise runtermarschiert. Hier gehen wir auf die andere Seite. Ja, hier geht schon die Rinde ab. Ja, da geht die Rinde ab, ja. Also, Und ist auch schwarz hier, ne? Das ist aber, glaube ich, ja, ist auch schwarz, aber das ist wahrscheinlich nicht, weil die Fälle, die ich kenne, da geht die Rinde glatt ab und da ist richtig, richtig pappschwarz. Ne? Aber ja, man muss kein Walddoktor sein, um zu sehen, dass es dem das wirklich schlecht geht. Dass der krank ist, ja. Ja. Das sieht man auch hier in der Rinde, die ist genau, das sieht nicht mehr gesund aus. Da sind auch schon Äste ausgebrochen und hier sollte man, weil auch wir sind jetzt bei unserem kleinen Rundgang schon auf ganz viele Menschen gestoßen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind oder zu Fuß sind. So einen Baum, denke ich, sollte man entnehmen aus Menschenfreundlichkeit. In einem Bestand selbst kann der stehen bleiben. Der bietet Käfern, haben wir eben gesehen, Käfern, Ameisen, dem Specht, einen wunderbaren Biotopbaum. Aber an der Stelle wäre es mir zu heikel. Ne? So, jetzt gucken wir uns die Borkenkäfer an, oder zumindest das, was davon befallen worden ist. Ja, genau, müssen wir ein paar Mal wieder markieren. Können wir noch mal einen kleinen Exkurs machen. Hier haben wir Wald, der gehört der Heckengesellschaft. Die Heckengesellschaft ist eine spezielle Besitzform von Wald. Da kann nicht ein Mensch sagen, das ist mein Wald, sondern das ist ein gemeinschaftlicher Besitz. In diesem Fall ist das die Heckengesellschaft Veitsroth. Vielleicht kannst du kurz erklären, was man hier und sieht. Wir gucken hier auf einen ganz jungen Wald, der ist wahrscheinlich angepflanzt plus Naturverjüngung. Und wir sehen so blaue Plastikkappen an kniehohen Fichten.
Und das ist eine Form des Verbissschutzes. Das heißt, die oberste Knospe bei den Bäumchen, die nennen wir Terminalknospe. Und die wird immer gerne abgeknabbert vom Reh. Weil die nicht ganz lecker ist, ja? Genau, weil die saftig ist. Hier kann man übrigens auch angesetzten Schnaps aus den Trieben machen von der Fichte. Jetzt im Moment sammeln, ganz gut, ne? Okay. Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Jedenfalls kannst du als Waldbauer hier so einen kleinen Clip ranmachen. Und dann lässt das Reh die Gipfelknospe in Ruhe. Der kann dann weiter wachsen. Wenn du allerdings vergisst, wenn der Baum in diesem Jahr 30 cm gewachsen ist, im nächsten Jahr das Ding hochzuschieben, dann holt der Bock das dann. Das heißt, diese Form muss jedes Jahr wieder in der Höhe angepasst werden. Ne? Durchaus ein probates Mittel, wenn jemand danach ausreichend guckt, um den Bäumchen einen guten Start zu ermöglichen. Hier daneben ist noch einiges mit einer jungen Douglasie versucht worden. Also sie lebt noch. Der Haupttrieb ist aber schon mal abgestorben, weil ein Rehbock hier die Rinde abgefegt hat. Ne? Das heißt, dieses Bäumchen ist jetzt keinen Meter hoch, ist schon einmal abgestorben vom Haupttrieb her, aber unten aus dem Ästchen sind zwei neue Bäume gekommen. Dann hat der Mann von der Heckengesellschaft gesagt, okay, auch das kann ein Baum werden. Wir machen da so einen Knospenschützer dran und wir machen noch einen Fegeschutz dran. Das heißt, ein sogenannter Stachelbaum. Das ist ein runder Draht, sieht ein bisschen aus wie eine kleine Fernsehantenne. Und den steckt man neben das Stämmchen und wenn der Bock kommt und wieder fegen will, dann vertüdelt er sich hier und dann geht er weg und lässt die in Ruhe. Also viel Aufwand, um diese Douglasie ans Licht zu befördern. Ne? Okay. Und hier sieht man so ein bisschen, wie der Kampf auch mal aussehen kann, wenn der Waldbesitzer einen neuen Wald machen will. Es ist manchmal, wenn viel Wild da ist, sehr mühsam. Deswegen mein Appell an andere, geht auf Jagd, esst viel Wild. Es ist, finde ich, das Fleisch, was man am bedenkenlosesten essen kann. Man kann sogar ein gutes Gefühl haben. Du tust was für den Wald. Ich hatte heute Mittag Wildkartoffelwurst, was sehr Gutes. Muss nicht immer der Rehbraten sein. Wie viel Wild gibt es hier im Wald? Wild lässt sich grundsätzlich nicht zählen. Ich habe ja vorher mal im Nationalpark gearbeitet. Und da haben wir versucht, dichte Schätzungen zu machen. Also man kann Rotwild ganz gut schätzen. In dieser Region haben wir 6 bis 10 Stück Rotwild auf 100 Hektar etwa. Aha. Das ist recht viel. Und Rehe lassen sich gar nicht gut zählen, weil das kein Tier ist, was im Rudel lebt. Das Rotwild kann man deshalb gut zählen, weil die im Frühjahr im Pulk stehen, kurz bevor die Alttiere, nennen wir die erwachsenen weiblichen Tiere, ein Kälbchen zur Welt bringen, haben die viel Hunger und die kann man wunderbar an den Wildwiesen zählen. Und das kann man dann hochrechnen, wie viel das auf der Fläche sind. Das funktioniert bei den Rehen nicht. Insofern ist das Datenmaterial bei den Rehen löchriger. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier in dieser Region 20 bis 30 Rehe auf 100 Hektar sicherlich haben. Aha, und da kommen noch die Wildschweine dazu? Genau, die sind für den Wald eher positiv. Die arbeiten die Bucheckern und die Eicheln ein, die lockern den Boden, die fressen Mäuse, die uns auch schon manchmal die Jungpflanzen wegholen. Bei uns sind eher die Rehe und die Hirsche problematisch, wie man hier ganz schön sieht. Aber meistens ist es so, dass wenn fleißig gejagt wird, auch der Wald wächst. Und wenn liederlich gejagt wird, dann hat es der Wald schwer. Das heißt, die Rehe und die Hirsche halten den Wald dann klein. Ja, wie man hier eigentlich ganz schön sieht. Hier zum Beispiel die Douglasie, die hat wahrscheinlich die Hirsche vermöbelt. Das heißt, hier hat er, also in der Brunft haben die relativ viel Aggression in sich und dann zerlegen die schon mal so einen 2 Meter hohen Baum und das ist hier anscheinend passiert. Da hat er hier die ganze Rinde abgemacht, der ist jetzt hin, der verbuscht von unten. Dieser Stachelbaum hat ihn nicht interessiert. Hat nichts genützt. Ja. Okay. Aber man sieht ja auch die vielen Birken, die kommen umsonst. Die Birke ist überall präsent und auch die Birke kann ein sehr schöner Waldbaum sein. Mhm. Man sieht aber auch an diesen Birken, dass die nicht wachsen wie ein Bleistift nach oben, sondern teilweise auch schon stark verbuscht, weil immer mal wieder dran genascht wurde. Man sieht aber auch, man kann sich auch ein bisschen entspannen, es sind überall auch schon Bäume da, sind 3 und 4 Meter hoch. Und wenn man mal in einen Wald geht, wo die Bäume 20, 30, 40 Zentimeter dick sind, dann sieht man, dass man ja auch nicht jeden Meter so einen Baum braucht, sondern es genügt ja, wenn alle paar Meter sowas ist. Also dieser Wald wird sich irgendwann schließen, wenn es nicht
wieder so große Trockenheit gibt. Und wenn dann mal ein Bäumchen gefegt oder gefressen ist, dann ist das auch toll. Ja, ja. Und das, die Rehe gehören dazu und die Hirsche auch. Ja, wie sieht das mit Waldwiesen aus? Waldwiesen haben wir auch. Da sind aber jetzt die Rehe und die Hirsche mit daran beteiligt, dass die Waldwiese weiter offen bleibt. Je nachdem, wie viel da sind. Die Waldwiese kann dazu dienen, dem Wild ein Futter zu bieten, damit es nicht so viel an den Bäumen rumknabbert. Es kann aber auch ein Mittel sein, um Wild in einem unübersichtlichen Waldstück anzulocken, um es dort zu erlegen. Gibt beide Komponenten, gibt beides, können wir ehrlich sein. Und wenn man Waldwiesen nicht pflegen würde, würden sie über kurz oder lang Wald werden. Okay. Da fliegen erst die Weiden, dann die Birken dahin, dann kommt mal eine Fichte, dann wühlt der Maulwurf mal, dann fällt da ein Ahornsamen rauf und hupp, schwuppdiwupp sind die ersten Bäume da und eine Waldwiese, die nicht gepflegt wird, die wird verbuschen und der Wald wird sie sich einverleiben. Okay, wer pflegt, der Förster? Der kennt einen, der das macht. Gegen Geld. Ja, das können wir mit aufnehmen. Da muss ich sogar aufpassen, dass das nicht mit meinem Garten passiert. Wenn ich da zu wenig mache, zu wenig mähe, kommt da auch ein Baum nach dem anderen. Das stimmt, ja. Wir haben einen großen Ahornbaum dort stehen. Und wenn ich da nicht abmähen würde, dann hätte ich die ganze Wiese hinterm Haus. Ein Ahornwald. Ja, ja. Also der Ahorn ist auch total verjüngungsfreudig. Das sind ja geflügelte Samen. Die haben auch eine schöne Reichweite. Da könnte ich vielleicht noch was zu sagen zum Thema eben Waldwiesen und Waldbienen. Also die Waldwiesen, die waren ja früher vor allen Dingen auch wichtig und sind es natürlich heute noch für Insekten, für viele Waldblumen, die dort blühen, die die Sonne suchen. Und was viele Leute vielleicht ja auch gar nicht wissen, dass eigentlich unsere Honigbiene eigentlich früher ein Waldbewohner war. Das heißt, die lebte tatsächlich im Wald. Ihre Beuten baute sie in alten Spechtlöchern, in hohlen Bäumen. Und früher, der Honig, der wurde von den Zeitlern gewonnen. Das Wort kommt von Schneiden. Die haben eben die Waben aus diesen hohlen Bäumen herausgeschnitten und haben eben auch zum Teil selber Bäume ausgehöhlt oder Baumstümpfe ausgehöhlt. Und da gibt es eben auch eine Bewegung wieder, die Honigbiene auszuwildern. Also letztlich nach dem Gesetz ist die Honigbiene ein Nutztier, ein Haustier sozusagen. Und es gibt eben die Bemühungen, ihn doch wieder den Wildtierstatus zu geben, indem man eben diese Glotzbeuten in den Wald hängt, in einen Wandeltränter hängt, wo man eben so ausgehöhlte Baumstämme aufhängt oder direkt sogar die Bäume aushöhlt, um ihnen wieder ihren natürlichen Lebensraum zurückzugeben. Welche Bedeutung hat jetzt die Biene für den Wald? Letztlich natürlich ähnlich wie in der Landwirtschaft. Das heißt, das Bestäuben von vor allen Dingen Kräutern, Wildkräutern, Wildblumen, die tatsächlich dann von den Honigbienen, aber auch natürlich von den wilden Bienen bestäubt werden. Aber auch natürlich von anderen Insekten wie Schmetterlingen. Also da ist ja leider ein immenser Rückgang in den letzten 20, 30 Jahren zu verzeichnen. Also zum Teil bis zu 80% und leider eben auch in den Wäldern, aber vor allen Dingen natürlich auch durch die Landwirtschaft, den massiven Einsatz der Pestizide, die großflächigen Monokulturen. Das heißt, gerade jetzt im Augenblick blüht der Raps, da holen sich die Bienen innerhalb von einem Tag eine einzelne Beute. Ich hatte gerade gestern noch ein Gespräch mit hier dem Bieneninstitut in Main. Da kann innerhalb von wenigen Stunden ein Bienenstock um 3-4 Kilo Honig zulegen, wenn er in der Nähe von so einem Rapsfeld steht. Nur wenn das Rapsfeld abgeerntet ist, dann ist eben von heute auf morgen gar nichts mehr vorhanden. Und das ist letztlich natürlich dann auch nicht gut für die Bienen. Also eine gleichmäßigere Verteilung wäre natürlich wesentlich besser als Monokulturen, also ein Rapsfeld. Ja, ja.
Und ich habe es vor ein paar Wochen in der Zeitung mal gelesen. Ja, da kommt ein Auto. Wenn es keine Bienen mehr gibt, dann machen wir halt Roboterbienen. Die übernehmen das dann. Das sollte jetzt nicht ernst gemeint sein. Natürlich ist es nicht ernst gemeint. Also viele Leute glauben ja auch, dass der wichtigste wirtschaftliche Aspekt der Bienen der Honig ist. Dabei ist der wichtigere, viel wichtigere wirtschaftliche Aspekt die Bestäubungsleistung, die ja, also allein in Deutschland mehrere Milliarden Euro ausmacht in Bezug auf landwirtschaftliche Produkte. Ja. Hier haben wir eine Fläche, wo auf diesem flachgründigen Boden auch die Buche nur flach gewurzelt hat. Und wir hatten hier letztes Jahr einen Frühjahrssturm. Windwurf. Und da hatten wir Buchenwindwurf. Das heißt, hier sind ziemlich viele Buchen umgekracht. Die sind noch gar nicht so alt. Die sind so mittelalt, vielleicht 60, 70, 80 Jahre alt. Und hier sind wir aber relativ zuversichtlich, dass sich das hier müssen wir keinen Zaun bauen und hier müssen wir keine große Pflanzaktion machen. Wir haben mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachgeholfen, haben ein paar Eicheln mal reingesät und haben mal ein paar Ahorne reingepflanzt. Aber wir denken, dass das hier erstens noch genug Bäume nebendran sind und auch ein paar dünne sind noch stehen geblieben. Das werden so Wunden sein, die heilt die Natur alleine. Da müssen wir als Förster keinen Kopfstand machen. Da müssen wir fleißig auf Jagd gehen, damit die Bäume wachsen. Und dann wird sich so ein Loch hier, das wird sich wieder schließen. Wenn wir ein paar Schritte weitergehen, können wir gleich mal eine tote Fichte uns angucken, falls sie noch da ist. Aber hier hat man auch schon den Eindruck, wenn man nochmal auf das Thema Buche zu sprechen kommen will, dass die Buchenkronen nicht wirklich mehr gut aussehen. Ne? Es sind ein paar da, die wirklich eine satte, grüne, leckere Belaubung aufweisen. Und viele von den Buchen, die hier stehen, die haben schon jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo es eigentlich richtig geschlossen sein müsste, das Kronendach, haben die eine ganz, ganz lichte Krone schon. Und insofern können wir nicht sicher sein, dass das hier jetzt aufhört mit den Problemen, die Witterung auch der Buche macht. Ne? Ja. Sondern es kann durchaus sein, dass wir hier in den nächsten Jahren mehr absterbende Buchen haben. Hinten im Bestand weiter sind sehr schöne Eschen. Die Esche ist ein Laubbaum, der auch neuerdings seit 10, 15 Jahren vielleicht, unter dem Eschentriebsterben leidet. Auch wiederum eine Pilzerkrankung führt dazu, dass sehr viele Eschen einfach absterben. Und die stehen hier auch in diesem Bestand drin. Und da müssen wir uns überlegen, wollen wir die absterben lassen oder wollen wir die noch, das ist an sich sehr wertvolles Holz, wollen wir die noch ernten und verkaufen. Und weil das hier ein sehr befahrungsempfindlicher Standort ist, muss man sich das gut überlegen. Wenn man hier mit Maschinen reinfährt, dann ist das immer eine Belastung für den Waldboden. Selbst wenn man auf den Rückegassen, die wir dauerhaft angelegt haben, fährt, macht man, wenn es ein feuchtes Jahr ist, noch viel kaputt. Ne? Und hier, wenn wir ein paar Schritte weitergehen, hier sieht man mal, wie so eine abgestorbene Fichte dann aussieht. Die ist letztes Jahr kaputt gegangen. Von oben her rieseln die Nadeln runter. Unten ist die Rinde noch am Stamm. Wenn man also seine Beurteilung auf Augenhöhe ausrichten würde, würde er noch leben. Wenn du aber hochguckst, siehst du, die Rinde geht ab. Von dem Baum geht jetzt auch keine Forstschutzgefahr mehr aus. Das heißt, die Käfer, die da drin waren und sich vermehrt haben, die sind längst raus. Kann sein, dass im Erdstammbereich und in der Umgebung des Baumes noch ein paar Käferchen sitzen. Aber der ist vom Forstschutz her ohne Relevanz. Den kannst du stehen lassen. Der wird anderen Fichten nicht mehr gefährlich. Oder die Käfer, die da mal drin waren, werden anderen Fichten nicht mehr gefährlich. Wenn wir da mal reingehen in den Bestand, sieht man aber, dass es hier nicht nur eine Fichte gehimmelt hat. Die dahinter zeigt schon deutliche Spechteinschläge. Das heißt, hier hat der Specht an vielen Stellen versucht, an eiweißreiche Kost zu kommen und hat hier... Hat die Käfer gesucht. Ja, unten hat der Fuchs noch wahrscheinlich eine Maus rausoperiert und hat da Erdreich rausgeholt. Mhm. Also, die ist nicht verloren für die Natur, die wird nur anders genutzt, die Fichte. Ne? Und hier stehen wir vor einer Buche, die
ja, wir Förster teilen so eine soziologische Stellung, eine vorherrschende Buche, eine dicke Buche, eine gut bekronte Buche, die ist hin, die ist tot. Die ist tot, ja. Die wird nie wieder grün. Und das war eben auch ein Phänomen, dass möglicherweise die Bäume, die bisher im relativen Luxus leben konnten, das heißt, die es gewohnt waren, dass immer ausreichend Wasser vorhanden war, dass die besonders schlecht mit dem Mangel umgehen können. Ne? Aha. Und auch die nächste Buche ist schon mit einer halben Krone kaputt. Teilweise, ja. Ja. Also hier muss ich genau beobachten, wie es weitergeht. Und ja, aber der Ahorn steht schon in den Startlöchern. Okay. Das Warte, Junge kommt nach. Frage wegen dem Grund da, wegen den Bodengegebenheiten. Was ist mit Rückepferden? Für die Eschen, die sind so dick, da müsstest du einen Rückeelefanten schicken. Oh. Im Grundsatz kannst du mit Rückepferden solche Standorte bearbeiten. Du musst halt dann die Bäume kurz schneiden und ganz dicke Bäume, dann geht das nicht. Ja. Aber Rückepferdeeinsatz ist ein Thema, was oft in der Diskussion ist, aber in der Realität selten stattfindet, weil das einfach, es gab mal eine Initiative von Landesforsten, die hat Pferdehalter motivieren wollen, Rückepferde auszubilden und zu halten. Dann hat das aber, muss man sagen, aus deren Sicht mit der Beauftragung, mit der Auslastung dieser Pferde nicht gut geklappt. Dann hatten sie sich darauf verlassen und dann bekamen sie den Auftrag nicht. Und das ist leider eine Nischenbetätigung nur geblieben. Mhm. Ich kenne einen Unternehmer, der mit Pferden rückt. Im Nationalpark wird auch mal immer Brennholz, dünnes Brennholz mit Pferden gerückt. Aber hier wäre das neben einer technischen Möglichkeit mit einem Seilkran eine zweite Variante, um das Holz rauszubekommen. Ja, also Rückepferde einzusetzen ist wahrscheinlich teurer, als wenn man Maschinen einsetzt. Das ist teurer und ich glaube auch, dass die Anzahl an talentierten Rückern mit ausgebildeten Pferden auch ein begrenzender Faktor ist. Ja, okay. Jetzt stehen wir mitten im Wald, wollen wir ein bisschen im Wald baden? Ja, gerne. Ja? Ines. Wobei ich den Begriff nicht schätze, muss ich ehrlich sagen. Ja, es hört sich so ein bisschen an wie Badeanstalt. Genau, ja. Deshalb. Aber er hat sich durchgesetzt. Ja. Wobei die richtige Übersetzung dieses Shinrin-yoku wäre, das ist der Originalbegriff, genau aus dem Japanischen, wäre Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Und die ist mir deutlich lieber, weil das ist das ja, was wir tun. Ja? Wir gehen nicht baden, sondern wir gehen möglichst mit allen Sinnen wach in den Wald. Ja. Ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man dieses Thema verfolgt, wenn man so in die Gesellschaft, in die Leute reinschaut. Die sind doch alle sehr hektisch und aufgeregt und fehlt irgendwie die Ruhe. Und dieses zur Ruhe kommen, kann da Waldbaden, wenn wir bei diesem Begriff bleiben, helfen? Genau, wir einigen uns darauf, wir nennen es weiter Waldbaden, weil so nennt es jeder. Ganz sicherlich. Um anzuknüpfen an die Ausführungen von Martin, finde ich ganz wichtig, dass wir uns in Deutschland überhaupt mal über unseren Luxus bewusst werden, dass der Wald bei uns auch eine festgeschriebene Erholungsfunktion hat. Also nicht nur einen ökonomischen? Ja, genau.
Ja, die ist, und das ist, wenn man in andere Länder geht, nicht so. Für uns ist es völlig normal, dass wir uns im Wald bewegen können. Andernorts sieht das ganz anders aus. Und allein das ist schon ein großer Luxus. Und ja. Das Waldbaden ist ja im Moment, erfreut sich ja großen, großen und immer mehr zunehmenden Interesses. Ich glaube, Covid-19, die ganze pandemische Entwicklung tut da wahrscheinlich noch einiges dazu, weil, naja, das sind schon schwierige Umstände, ja, so Homeoffice-Situationen und so weiter. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es deshalb im Moment so populär. Dieses Rückbesinnen auf sich selbst. Und umso wichtiger, ja. Und, aber Waldbaden ist nicht, was ganz viele Leute denken. Also ich höre oft, dass die Leute sagen, Waldbaden kann ich selber, ja. Mache ich den ganzen Tag, wenn ich spazieren gehe. Das ist nicht Waldbaden. Was ist jetzt Waldbaden? Was ist Waldbaden? Waldbaden ist ganz, es gibt ganz, ganz, ganz viele Aspekte, über die man reden könnte. Waldbaden ist vor allen Dingen Gesundheitsförderung. Waldbaden ist etwas, was ich aktiv für mich selber machen kann. Waldbaden ist Entspannung und Waldbaden ist das Gegenteil unseres digitalen, eher sehr schnelllebigen, durchgetakteten Alltags. Und deshalb ist es eigentlich auch sehr schwer. Es hat meditativen Charakter und wirklich zu entschleunigen und mich darauf einzulassen, ist keine leichte Übung. Ist vielen Leuten sehr fremd, wobei das Bewusstsein erstmal zu entwickeln, wie wir wirklich unterwegs sind, jeder für sich selber, ist schon ein Schritt, den man erstmal machen muss, um sich darauf richtig einzulassen. Also als Beispiel das Thema Präsenz, Präsenz im Moment. Ich höre zu. Ja, bist du jetzt mit deinen, also denkst du drüber nach, wie du stehst? Vermutlich nicht. Ich passe auf, dass ich nicht umfalle, ja. Aber das tust du unbewusst. Ja. Oder hörst du gleichzeitig, wenn du meinen Ausführungen zuhörst, was im Hintergrund los ist? Also wir hatten vorhin mal die Amsel oder wir hatten den Schmetterling, ja, der bei dir saß. Also das ja. Wenn du, das heißt, was ich meine mit Präsenz ist, heutzutage, also wir Menschen sind zu 90% visuell unterwegs. Wir gucken auf Smartphones, wir gucken auf Bildschirme, wir fahren im Auto, wir sind im Autopilotenmodus. Mhm. Und die kleinen Dinge zu erkennen, darum geht es. Oder die kleinen Dinge zu hören oder sich zu unterhalten und trotzdem was zu riechen. Also als Beispiel. Und darum geht es, das zu aktivieren. Das geht mit gezielten Übungen. Aber du kannst dich auch einfach nur in den Wald setzen. Ich meine, jeder kennt den Satz, Wald tut gut. Warum er Ruhe tut, das wird jetzt mehr und mehr untersucht. Mhm. Ja? Aber dass es so ist, das weiß eigentlich jeder. Ja. Ganz intuitiv. Wir kommen aus dem Wald. Ja, wir gehen ja öfter, meine Frau und ich, auch durch den Wald. Wir schlendern eigentlich eher durch den Wald, anstatt dass wir durch den Wald häscheln. Aber wir sehen immer mehr Leute und sehr viele Leute, die entweder durch den Wald joggen, haben dann ihre Hörstöpsel in den Ohren, kriegen eigentlich von dem Wald gar nichts mit. Das oder andere ich. Fahren dann mit ihren Mountainbikes durch den Wald, teilweise auch mit Hörstöpseln in den Ohren und kümmern sich eigentlich nur darum, wie schnell sie jetzt diesen Weg hinter sich bringen. Genau. Und dann frage ich mich immer, warum fahren die eigentlich durch den Wald? Die können ja woanders fahren. Ne? Man kann sich auch müde joggen auf anderen Pfaden und da muss man nicht unbedingt durch den Wald. Wenn man den Wald nur als solches sieht, um irgendwo einen Weg zu finden, um einfach mal schnell auf die Uhr zu gucken, wie schnell komme ich jetzt da über diesen Pfad gejoggt. Aber Waldbaden ist genau das Gegenteil davon. Ja, würde ich sagen. Aber auch, also um daran anzuknüpfen, auch diese Leute kommen aus dem Wald und sind entspannter und haben ganz viel für ihre Gesundheit getan. Sie haben nur nicht Wald gebadet. Ja. Aber die Frage ist, ist das schlimm? Ja, ist es nicht. Also ich fahre leidenschaftlich Mountainbike, muss ich sagen. Ich gehe joggen im Wald, ich mache das alles auch. Ja? Ah, okay. Aber dann gehe ich nicht Waldbaden. Ja? Okay. Und dieses, es ist ein Unterschied, aber es ist trotzdem gut. Und man kann sich einfach in den Wald setzen und man wird anders aus dem Wald rauskommen, als man reingegangen ist. Das ist ein Fakt. Weil der Wald wirkt auf unser parasympathisches System, weil der Wald unseren Blutdruck senkt. Und ganz viel hat es auch damit zu tun, es gibt, also wir haben zwar sehr gerade Fichtenstämme gesehen zum Beispiel, ja? Aber im Grunde gibt es hier keine gerade Form. Such eine gerade Form. Du wirst keine finden, außer vielleicht dem Weg. Es ist, das heißt, diese Massengrüntöne, dieses im Grunde Chaos. Hier herrscht ein Chaos an Formen, Licht, Tönen, egal wo du hinguckst.
Und das bringt uns dazu, nicht in der gerichteten Aufmerksamkeit zu sein. Dafür gibt es viele Studien. Es ist ungerichtet. Es wirkt auf dich und es wirkt entspannend. Und es lenkt dich ab und es steigert deine Kreativität. Das ist ein Fakt. Und unser normales urbanes Lebensumfeld ist geradlinig, ist eintönig und die Aufmerksamkeit ist immer gerichtet. Ja. Du fährst mit dem Auto von A nach Ziel, B. Wir haben ein Ziel. Auch der Mountainbiker. Der Mountainbiker guckt auf die Höhenmeter, auf seine Durchschnittsgeschwindigkeit, auf die Kalorien, die er verbraucht hat und ist glücklich, weil er seinen ehemaligen Rekord gebrochen hat. Der ist danach fertig und entspannt. Der hat was für sich getan, klar. Wahrscheinlich nicht seine Sinne alle angeregt. Ja. Er ist nicht tiefenentspannt und er hat auch nicht sein parasympathisches System, ja, also das Entspannungssystem, in dem Sinne angesprochen. Es sind einfach unterschiedliche Dinge. Okay. Also ich habe in dem Sinne noch nicht Wald gebadet. Martin, du hattest eine Frage. Mich würde mal interessieren, Ines, gibt es Waldbader, die das können, weil sie so auf die Welt gekommen sind? Oder braucht ein guter Waldbader eine Anleitung, damit er aus dem Vollen schöpfen kann? Also ich bin zum Beispiel wenn ich jetzt bei mir bleibe, ja? Ich bin ein Mensch, ich bin eher schnell unterwegs, energiereich im Alltag, mache viele Dinge. Ich musste das lernen. Ich habe das eigentlich im Wald gelernt. Könnten wir ein Beispiel erleben, wie wir Wald baden? Wir jetzt? Jetzt. Ja, natürlich. Wir könnten eine Übung machen. Das ist schwierig im Radio, weil die dann nicht vermittelbar ist, ja, weil die sehr ruhig ist. Insofern ist das kontraproduktiv. Aber als Beispiel. Ja, aber wir hören die Vögel, wir hören das Blätterrauschen. Natürlich, wir könnten. Also man kann zum Beispiel ganz einfache Übungen. Ich gehe in den Wald, ich verharre, ich konzentriere mich auf meine Atmung und ich versuche wahrzunehmen mit meinen Sinnen, was erlebe ich. Ich weiß es nicht mehr, ob ich sprechen darf oder nicht, aber weil wir hören ja gerade den Wind. Das wäre ein Beispiel. Wir hören die Vögel. Wir hören ganz nah einen Vogel. Aber du kannst auch einfach jetzt atmen und darauf achten, wie du stehst, wie du verankert bist. Eine schöne Übung ist zum Beispiel, dich hinzustellen und zu atmen und dich darauf zu konzentrieren, auf die um dich umfangenden Geräusche sozusagen und dir vorzustellen, das finde ich eine schöne mentale Übung, du bist wie ein Baum. Du kannst dich ein bisschen im Wind wiegen und ein ganz schöner Gedanke ist, dir vorzustellen, wie dir Wurzeln wachsen. Stell dir vor, fühl, wie du verankert bist und stell dir vor, dir wachsen Wurzeln. Viele Leute würden sagen, Hokus Pokus an dieser Stelle. Es ist extrem entspannend, wenn du dich drauf einlässt. Aber genau das ist die schwierige Übung. Ich versuche das gerade. Das ist gar nicht so einfach. Was dran? Es hat viel damit zu tun. Jon Kabat-Zinn ist der Begründer des MBSR, der Mindful Based Stress Reduction. Das ist eigentlich ein klinisches Programm. Und es geht dabei darum, dass du dein Denken kontrollierst. Wir denken immer. Das Waldbaden zielt auch darauf ab, dass du mal deine Gedanken stoppst. Also als Beispiel, Denken tötet Wahrnehmung. Damit meine ich die Sinne. Aber die Wahrnehmung tötet Denken. Das heißt, wenn du es schaffst, auf den Wind zu achten, das zu fühlen, zu sehen, zu riechen, zu schmecken. Warum nicht schmecken? Warum soll ich nicht schmecken, wie ein Buchenblatt schmeckt? Werde mich mit Sicherheit nicht dran vergiften. Ja, kann man mal probieren. Oder die Douglasie vorhin, die hat so einen intensiven Geruch. Mhm. Wenn man die Nadeln, es ist so zitronig. Es gibt, oder Pilze, es ist sehr sensitiv, es ist sehr anregend und damit sehr entspannend. Es ist eigentlich,
ist es unsere Ursprungsumgebung. Wir kommen aus dem Wald. Das Einzige, was wir haben, ist dieser Moment. Und das ist, also das führt jetzt mehr in diese, in die achtsamkeitsbasierte Haltung. Aber genau das ist Waldbaden. Es ist ein Weg, auf dem man in kleinen Schritten viel lernen kann. Ich glaube, es ist etwas, was einen immer weiterbringt, wo es unheimlich viel zu lernen gibt in der Wahrnehmung. Und es ist ein großes Geschenk, wirklich. Hat das nicht auch sehr viel dann mit Zen-Buddhismus zu tun? Sehr. Weil gerade ja auch im Zen-Buddhismus ja. Aller Natur letztlich eine Seele, eine Beseeltheit zugeschrieben wird. Und vielleicht das ist der Ansatz. Genau. Wir sind, also du, das, es soll dich dahin bringen, dass du dich als Teil des Universums erfasst. Weil das sind wir. Mhm. Wir gehen daraus hervor und wir gehen da wieder hin. Und im Wald zu sein, das, was der Martin vorhin gesagt hat, es ist ein Kreis, hier entsteht Neues, hier zerfällt was, aber hier vergeht keine Energie. Es ist ein ewiger Kreislauf und alles lebt von allem. Und wir sind auch ein Teil davon. Ich glaube, insbesondere die westliche Zivilisation, wir haben uns davon abgegrenzt. Und wenn ich zum Beispiel mit Kindern in den Wald gehe oder wenn ich Kinder beobachte, du siehst, und das ist was Trauriges, du siehst, dass sie motorisch schlechter sind, als sie das früher waren. Genauso wie du siehst, dass sie nicht mehr draußen spielen, in dem Sinn. Aber sie können mit dem Handy umgehen. Das können sie, ja. Sie kriegen wahrscheinlich früher Arthrose im Daumengelenk. ja, das ist eine Zeiterscheinung, aber das ist ein Riesenproblem. Und das ist ein Problem unserer Zeit und ich weiß nicht, wo es hingeht. Es gibt nicht eine negative Nebenwirkung. Es sei denn, man tut es nicht. Wirklich, es wird sich nichts finden, was dagegen spricht. Es ist nebenwirkungsfrei, es ist kostenlos, ja. Und es ist ein Riesenprivileg. Es hat einen riesigen Effekt und was ich finde, was ein ganz großer Charme ist, Kinder können es machen, man muss kein Sportler sein, man muss motorisch nicht so gut sein, das Fitnesslevel muss nicht so toll sein, man kann es einfach machen, man kann es ja regulieren. Ja. Ja, es ist ja keine Riesenanforderung physisch. Ich muss keinen Berg besteigen, ich muss keinen Fluss bezwingen. Ja, ich muss keine Rekorde brechen. Das Gegenteil, man sollte tunlichst genau davon, von dem Gedanken sollte man weg, sondern man soll sein. Aber zu sein, einfach nur zu sein und dass es genügt, dass ich einfach nur bin, das sind wir gar nicht gewöhnt. Thomas wollte gerade noch was dazu sagen. Ja, also alles kann ich wirklich unterstützen, was Ines sagte. Höchstens noch ergänzen, dass es ja wirklich Untersuchungen gibt, dass eine Stunde Spaziergang im Wald definitiv und nachweislich den Blutdruck senkt, die Herzfrequenz senkt. Und auch das ist eine Untersuchung, dass wenn man im Krankenhaus liegt und aus dem Fenster auf was Grünes schaut, ja, ist grandios. Genau, ja. Wesentlich früher aus dem Krankenhaus entlassen wird, als jemand, der nur auf eine nackte Betonmauer auf des gegenüberliegenden Gebäudes blickt. Also sprich, Grün, Natur, Vogelzwitschern sind nicht nur Geräusche irgendwelcher Art, sondern das hat Einfluss auf unsere Psyche, auf unseren Organismus, das tut uns gut. Ja. Willst du vielleicht noch was sagen, genau, dass das ja eigentlich auch, vielleicht, weiß ich gar nicht, den Ursprung in Japan hat, wo das sogar verschrieben wird. Also genau dazu und auch das, es hat seinen Ursprung in Japan, das ist ja bekannt. Aber die Frage ist, ich habe mich gefragt, warum? Und wenn man drüber nachdenkt, jetzt gehen wir mal ins Betriebswirtschaftliche, das Lean Management, egal ob es KVP ist, Kaizen, whatever, ja, es sind alles Elemente, hauptsächlich aus der Automobilindustrie, die der Effizienzsteigerung dienen. Immer besser, schneller, effektiver. Und perfekt durchgetaktet. Perfekt. Und es geht nur noch um Perfektionismus, um Effizienz, um möglichst viel Gewinn. Gut und schön. Japan ist aber auch das Land, das der Begriff ist Karoshi, Tod durch Überarbeitung. Das ist ein Phänomen der 80er Jahre. Das heißt, für mich kommt nicht von ungefähr, dass das Shinrin-Yoku aus Japan kommt, weil die Leute einfach einen Ausgleich gebraucht haben. Ja?
Und es ist untersucht und die Studie, auf die der Thomas angesprochen hat, die finde ich absolut faszinierend, weil nachweislich belegt werden konnte, dass der Anblick eines einzigen Baumes, wir reden nicht über einen Wald, wir reden über den Anblick eines Baumes aus einem Krankenzimmer. Man hat Vergleichsstudien gemacht, gleiche Indikation, gleiche Bedingungen. Der Patient, der auf einen Baum blicken kann, hat nicht nur eine schnellere Genesung, der braucht faszinierenderweise auch weniger Schmerzmittel. Interessant. Muss ich intensiver drüber nachdenken. Man muss, das habe ich gemeint, es braucht wahrscheinlich viel Zeit, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Ich komme immer weiter auch mit diesen Gedanken. Und wie der Thomas sagt, es gibt ganz viele Analogien zum Buddhismus, Meditation, Yoga, es geht alles Hand in Hand. Aber das Schöne ist, es hat alles mit Gesundheitsförderung zu tun. Und der Fokus ist auf der Gesundheit. Nicht so, wie es bei uns ist, wir gucken auf die Krankheit und behandeln die Krankheit. Mhm. Nein, wir tun was für unsere Gesundheit, um gar nicht erst dahin zu kommen. Und du kannst das in der Gruppe, die mit dir, ich bleib mal beim Waldbaden, in den Wald geht und badet, kannst ihnen das vermitteln. Und das tust du auch, du machst Seminare? Ja, ich leite an. Also ich bin sozusagen am Anfang, bin ich noch der Gastgeber und führe sie in den Wald, mehr oder weniger. Und dann kommen wir immer mehr in so eine Ruhephase und machen ein paar Übungen. Und die leite ich nur an. Das muss jeder für sich selber machen. Wir gehen langsam und Übungen sind zum Beispiel... Also was man mit Kindern gut machen kann. Man geht mit Kindern eine Strecke und sagt, geht langsam, jeder für sich, redet nicht, sofern das möglich ist, guckt nach 3 grünen Sachen, nach 3 gelben Sachen, nach 3 was auch immer. Also das ist diese Aufmerksamkeit, Sinne schärfen und dann sagen, was könnt ihr Unterschiedliches riechen? Das sind ganz kleine Impulse, aber die führen dazu, dass man im Detail guckt. Oder auch einfach mal bewusst, also was rieche ich denn? Mhm. Ja, nur als Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Oder eine schöne Übung für Kinder ist, ihnen zu sagen, stell dir vor, du kommst vom Mars, du bist hier noch nie gewesen, hier landet gerade ein UFO. Ja? Und die steigen aus und die haben das noch nie gesehen. Und du bist jetzt jemand aus dem Weltraum und du guckst dir das alles ganz genau an. Und dann guck mal, was du am tollsten findest. Und die gehen wirklich los und erkunden, die forschen. Die kommen auch mit irgendwas zurück. Und das hätten sie vielleicht anders nicht gemacht. Ja. Wobei Kinder ja die einzigen sind, wenn man die loslässt, die sind ja selbst vergessen. Wir sind nicht mehr selbst vergessen und das ist schade. Es gibt eine Untersuchung aus Großbritannien, dass 6- bis 5- bis 13-Jährige weniger sich in der freien Natur aufhalten oder draußen sind, als die Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses Freigang haben. Und das Schlimme allerdings ist, genau was Ines sagt, dass das zum Teil von den Eltern unterstützt wird. Die sagen, draußen ist es gefährlich, bleib mal lieber hier in der Wohnung, bestenfalls noch irgendwie im Vorgarten, aber irgendwie richtig raus, kommen sie einfach nicht mehr. Und also auch ich hatte Gespräche da mit Kindergärtnern. Beim Waldspaziergang habe ich die getroffen, die genau das sagen. Die sagen, die Kinder können nicht mehr über eine unebene Fläche laufen. Die Kinder können nicht mehr rückwärts laufen. Ja. Sie verlernen tatsächlich, draußen zu sein, sich zu bewegen, weil sie eben da nur sitzen. Ja. Um nochmal auf die Frage von Martin zurückzukommen. Ja? Was ist auch so die klassische Zielgruppe? Mhm. Ich will es mal andersrum beantworten. Menschen mit einem ökologischen Bewusstsein, die sind interessierter. Ja? Esoteriker sind sehr interessiert, sagen wir mal so. Aber jetzt zum Beispiel Manager, dass die es überhaupt zulassen, sich in den Wald zu setzen. Ja? Das ist, ein Manager sitzt nicht im Wald bei einem Baum und erzählt ihm, was er für Sorgen hat. Ja, ich meine, es lächelt, da lacht jeder. Die haben noch gar keine Zeit dafür. Ja, genau, natürlich nicht. Sie sind ja Manager. Ja, der muss sein Geld zählen. Ja, genau.
Aber wenn Sie sich mal drauf einlassen, ja, auch da ist der Effekt da. Aber allein dieses, das meine ich mit zulassen. Ja? Ja. Ich würde sagen, Frauen sind zugänglicher. Deutlich. Es hat auch mit Emotionen zu tun. Kann ich unterschreiben, ja. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo Männer sind dahin konditioniert, Gefühle und diese solche Sachen weniger zuzulassen. Das ist nicht einfach. Das ist total schade. Aber es ist so. Aber auch, weil der Wald weiblich ist. Die Buche, die Eiche, die Fichte. Vielleicht fühlt ihr euch da einfach wohler. Ja. Ich werde drüber nachdenken. Ich glaube, da ist was dran. Jetzt weiß ich auch, warum du hier bist. Ja. Okay. Also ich glaube nicht immer an die Weisheit meiner Vorgesetzten. Ich habe vorgestern kam ein Brief vom Chef aus Neustadt, da war das Waldbaden thematisiert. Mhm. Der schickt alle Vierteljahr mal so seine Gedanken, die er hat. Und er hat gesagt, liebe Förster, unterstützt das Waldbaden. Es dient der Gesunderhaltung. Hier bin ich. Denkt nicht ans Geld verdienen, denkt nicht an Gebühren. Unterstützt diese schöne Sache. Wollte ich dir einfach mal mitgeben. Ja, wunderbar. Wir kommen sofort ins Geschäft. In unserer Verwaltung angekommen. Wie schön. Ja. Thomas zum Beispiel, wir können einen kleinen Schwenk mal zu den Mountainbikern machen. Thema ist ja heute, wer nutzt alles den Wald? Es werden jetzt sogar Förster speziell geschult, die mit einem Teil ihrer Arbeitszeit dort mitarbeiten sollen, wo wild illegal Mountainbike fahren passiert und das passiert und diese Förster werden nicht mit dem Ziel ausgebildet und dahin geschickt, um das zu unterbinden durch Fotofallen und Stolperdrähte, sondern es sollen dann Möglichkeiten ausgelotet werden, wie man was Interessantes hinbekommt, ohne zu sehr zu stören. Das heißt, wenn Waldbesitzer da sind, die bereit wären, mehr an Befahrung mit Fahrrädern zuzulassen, als es im Waldgesetz steht, dann nimmt man die an die Hand und will versuchen, mit den interessierten Kreisen gute Lösungen hinzufinden. Und das ist ja auch ein gutes Mittel, um die Gesamtstörung, sage ich immer, in Maßen zu halten. Corona hat uns gezeigt, ganz viele Leute gehen in den Wald, auch Menschen, die vorher da sich nicht haben blicken lassen. Und wenn wir gute, qualitativ hochwertige, interessante Angebote machen, dann werden diese Angebote viele Leute nutzen und sie werden dort in einer relativ großen Dichte erscheinen, weil es ihnen Spaß macht, weil sie es schön finden. Das führt im Umkehrschluss dazu, dass viele Flächen auch einfach nicht gestört werden und nicht überall ein bisschen rumgegurkt wird, sondern wenn es ein paar richtig gute Mountainbike-Strecken gibt in einer Region, dann kann man die alle mal fahren und wenn die nach 5 Jahren nicht mehr interessant sind, kann man auch mal neu machen. Aber dies überall mal ein bisschen zu stören, was in Summe viel mehr stört, als eine für das Wild, für die übrigen Tiere wahrnehmbare, berechenbare Störung, das ist ein guter Ansatz, eine Kanalisierung. Mhm. Mhm. Martin, haben wir noch einen Zielpunkt, wo wir, jetzt sind wir wieder bei zielgerichteten Punkten. Ne? Wir könnten jetzt ziellos den Heimweg antreten und sind sicher noch etwas zu entdecken, was wir noch nicht gesehen haben. Okay, dann machen wir das.